Hallo Maurediven. Hast du dich erholt vom Aerith-Schock? Ich habe gestern Nacht noch Theorien angeschaut, aber nichts Neues. Im Endeffekt wissen wir nichts und müssen warten. Geht so. Hallo Radqua. Stabilo, ich hatte mich gar nicht bedankt für die letzten 4 € Blenden letztens. Ich wurde geblendet und habe nichts danach gesagt. Hallo Megumina, Dankeschön für die 4 € Stabilo. Gleich shiny der Exor, der, yep. Gleich, jeden Moment. Jeden Moment kommt es. Ist wie ein Telekom-Mitarbeiter. Wir kommen und reparieren ihre Internetverbindung zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr abends. Bitte seien Sie zu Hause. Und so sitzen wir nun hier. Nee, die kommen gar nicht. Ja, das kann halt auch immer sein. Das kann halt echt sein, dass es einfach gar nicht kommt. Hallo, Bloody. Hallo Naxo. Jetzt nicht persönlich werden. Moment, Stabilo, bist du Telekom-Mitarbeiter? Also darf man sich effektiv freinehmen? Ja. Extra freigenommen und jetzt warten wir, dass Stabilo, dass Deoxys kommt. Wirklich? Bist du wirklich Telekom-Mitarbeiter? Hey, dann nimm's nicht persönlich. Ihr habt bestimmt gute Gründe, warum die immer nie kommen und uns sitzen lassen und wir extra frei nehmen und einen Urlaubstag opfern. Das tut mir leid zu hören. Hallo Kira. Deswegen, die Shiny hunten alle Garados und Tauros. Deswegen kommen sie immer zu spät. Ja, es ist immer schade, dass die Deoxys keine kognitive was auch immer haben. Die wissen nicht von sich untereinander. Das ist das Problem, ne? Steffo TV. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Angel. Nochmal hallo. Hallo, hallo. Hallo Little Sheep. Was gab es heute beim Steffo? Bei uns gibt es der Telekom-Wartedienst. Nein. Hallo Steffo. Steffo Power. Was für Power hat Steffo? Die Power des. Hallo Hoffi. JJ, du bist ein Dratini. J Gamer. Die ganzen Jays mit ihren Schlickdries. Crowned, hallo. Steffo. Power des Specks. Habt ihr gekocht? Habt ihr Speck gekocht? Wie viel Deoxys brauchst du noch? Noch 2. Hallo Marco. Steffo, vielen, vielen Dank für 5 Subs. Bist du des Wahnsinns? Warum ist kein Zettel rausgekommen? Geht wieder gut los. Wir kriegen doch gerade Zettel. Warum ist für dich kein Zettel gekommen? Tschüss, Steffo. Vielen, vielen Dank. Wo ist der Steffo-Zettel? 1, 2, 3, 4, 5. Hat jemand aufgepasst? Es kam aber auch kein Alert, oder? Was ist denn das schon wieder?
Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist da denn los? Sub 3. Sub 3. Gift Subscription. Printer. Warum? Der Ochs ist echt schwer zu shiny hunten. Tatsächlich nicht. Meinst du das ironisch? Also es ist schwer vielleicht zu Deoxys hinzukommen, aber ansonsten ist es einfach nur noch A drücken. Und einmal muss man B drücken, das ist das Komplexe daran. 1, 4, 2, 0, 0. Shiny hat es gerade Tanhell. In welchem Spiel? Kann irgendjemand Spirit machen, ob der Drucker noch geht? In Karmesin? Vergiss nicht, wenn du es findest, dass du viele, 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 viele Bälle hast. Denn Tanhells bleiben nicht gerne drin. Du hattest gerade eine Mücke in deinem Zimmer und das am helllichten Tag. Okay, es geht. Danke, danke. Das heißt, der Sub ist nicht getriggert worden. Cool. Test-Trigger. Was machst du? Ich shiny hunte ein sogenanntes Deoxys. Ist das nicht deutlich? Also hier ist ein sogenannter Zettel rausgekommen. 8279 Subs verschenkt. Nice. Gummy. Dankeschön für deinen Prime. Gummy. Gemmy. Gummy, Gemmy. Dankeschön. Das 8K. Pokebälle. All das Vorsorge, ja. Heavens, ein Kurtel. Du hättest eins für mich. Okay. Aus Feuerrot und Blattgrün mit meiner OT von mir gefangen. Marco! Schalellos, guck mal, das sieht man sogar. Schalellos, Marco, Schalellos. Bedank dich bei Naxo. Und Stabilo. Du bist ein Flatterhaar. kannst du Kamera, hallo? Flatterhaar. Hallo, Ferret. Nochmal. Marco, Schalellos. Stabilo, Flatterhaar. Runter. Ja, das hast du spät gemacht, ne? Ihr wisst, ihr könnt die Kamera steuern mit Ausrufezeichen. Runter, rechts, hoch, runter. Ja, ja. Klar geht das. Von Patreon hast du ja, denke mehr, da wir irgendwas mit Twitch die Hälfte und Patreon 90% oder so. Genau. Ganz genau. Deswegen habe ich ein Patreon gemacht, falls es euch darum geht, mich finanziell zu unterstützen, ist das da tatsächlich am besten. Aber ich verstehe, wenn man es hier machen will, weil hier ist man dann, ne, kriegt man ein Badge, kriegt man Emotes und was nicht alles. Die Hälfte ist schon hart. Beziehungsweise wir haben, also seit neuestem hat Twitch ja eingeführt, dass man, wenn man 100 echte Subs hat, über 3 Monate hinweg,
dann kriegt man für ein Jahr 60%. Und das haben wir geschafft, instant, als dieses System eingeführt wurde. Das heißt, ich krieg 60%. 70%, wenn wir 300 echte Subs haben. Aber das ist sehr schwer zu kriegen. Selbst damals, als ich über 1000 Subs hatte, hatte ich nicht 300 echte. Echte Subs sind quasi Subs, die du abschließt, ohne Prime, ohne Gifted. Also wirklich individuelle einzelne Personen, die einen Sub abgeschlossen haben. Hallo Lurky. Oder einfach beides machen. Ja, wenn ihr verrückt sein wollt, so wie der Jay. Wie bezahlt man bei Patreon? Ich glaube, du kannst da so gut wie mit allem bezahlen. Kreditkarte hinterlegen. Ich weiß nicht, ob PayPal auch geht. Das haben wir geschafft und ohne, dass du baiten musstest. Ganz genau. Baiten andere. Also, es macht tatsächlich einen Unterschied. 60 und 50%, vor allem 70%. Aber ich will nicht einmal im Stream fünfmal euch darüber erzählen, dass ihr doch bitte subbt, damit ich 60% kriege, wenn ich auf Patreon 90 kriege. Im Endeffekt sind es auf Patreon auch 80 dann, wenn PayPal noch seinen Teil nimmt und so weiter. PayPal und Kreditkarte geht. PaySafe weiß ich nicht, ob das geht. Hallo Mariko. Wie geht es, Lugia? Sind das die Abozettel? Genau, wenn du hier mit Tier 2 oder Tier 3 abonnierst, dann kriegst du einen Zettel, den ich am Ende des Jahres verschicke an die Leute. Aber der 5er-Sub von Steffo ist gerade nicht rausgekommen. Was bedeutet, dass mein Bot schon wieder nicht Gifted Subs erkennt? Es ging doch eine Zeit lang. Und dann ging es jetzt auf einmal wieder nicht mehr. Das ist blöd. Vielleicht, wenn ich hier auf nee. Keine Ahnung, muss ich mir anschauen. Ist immer schwer, sich anzuschauen. Hallo Gengar. Ich habe heute Rosa vom Flughafen abgeholt. Dann sind wir Lokus kaufen gegangen. Was? Lokus auf Deutsch? Heuschrecken und Grashüpfer, ne? Grashüpfer sind Grasshopper. Und Heuschrecken sind Lokus. Und die sind aktiv, ey. Und sind ganz viel abhandengekommen. Und jetzt suchen sie Dublinheim. Nein, wir sind keine sind rausgekommen. Ich habe immer noch kein Telefon, Internet und kein TV. Ansonsten geht es mir soweit ganz gut. Mariko. Oh Gott. Aber das Wasser ist inzwischen weg, oder? Ist immer so schwer vorzustellen, dass es... Oh, hier ist so krass schönes Wetter. Und eure Stadt steht einfach unter Wasser. Und dann habe ich die ersten 10 Sekunden vom Gen 5 Video geschnitten. Ich muss so jetzt schon lachen. Ist doch wichtig, die ersten 10 Sekunden sind wichtig. Aber ich köpfe N in den ersten 5 Sekunden. Ich habe ein bisschen Angst, dass, weil eigentlich in den ersten 30 Sekunden soll man im YouTube-Video zum Beispiel nicht fluchen, keine Waffen, keine Explosionen und sowas sollen vorkommen. Und bei mir kommt direkt einfach eine Explosion vor, wo N seinen Kopf verliert. Aber woher soll YouTube das sehen und verstehen, dass das passiert? Das sind ja, also, keine Ahnung. Das heißt, es ist halt das Gemeine, dass man das auch nicht gesagt kriegt. Dein Video performt einfach schlechter und du merkst es nicht oder du weißt nicht, ob das der Grund ist oder sowas.
Aber ich lasse es drin. Hallo Daniela, schöne Pfingsten. Ist Pfingsten? Es ist Mai. Keine Ahnung, wann Pfingsten ist. Ist jetzt Pfingsten? Happy Pfingsten. Was passiert an Pfingsten? Für mich hieß Pfingsten immer in die Toskana fahren, früher. Das war mein Pfingsten. Wo ist es in Kap am einfachsten, Tunnel zu Shiny Hunten? In der Kuppel. Da, wo Tunnel ist. Machst du ein Psycho oder Stahl? Wahrscheinlich eher Psycho-Rezept an. Und Tunnel ist, glaube ich, im Eisgebiet. Machst ein Psycho-Rezept an. Beziehungsweise noch besser, suchst du dir einen Ausbruch. Und da, wo der Ausbruch ist, da ist Tunnel. Ich dachte, du bist schon dran. Was wollte ich erzählen? In der Elektrohöhle mit Psycho-Sandwich. Ja. Ich habe gestern Nacht Somnium-Eier in Schild gebrütet. Hab schon 7 Boxen ausgebrütet. Irgendwann muss ich ja 100.000 Eier haben. Du hast den Ausbruch gemacht. Na, dann hast du doch alles richtig. Ausbruch ist immer das Beste. Außer vielleicht ist es ein Mon, was man optisch nicht sehen kann. Aber selbst dann ist ein Ausbruch natürlich immer noch besser als... Das Einzige, was manchmal besser sein könnte, ist zu brüten, weil es keinen Ausbruch gibt, er schwer zu finden ist oder weil du das Pokémon nicht siehst. Aber selbst dann ist Ausbruch besser. Hast du überhaupt geschlafen? Ich schlafe jeden Tag über 8 Stunden. Hallo Kuto. Warum soll ich nicht geschlafen haben? Schlaf ist wichtig. Ich schlafe viel zu viel. Ich sollte viel mehr hustlen. Du hast nicht geguckt, wie viele du schon gekillt hast? Dann speicher und kill so lang weiter, bis die Nachricht kommt, dass fast alle verschwunden sind. Und wenn die nicht kommt, speicher regelmäßig und dann, wenn der Ausbruch weg ist, weißt du, okay, und dann lädst du den Speicherstand neu. Du musst nicht mitzählen. Du kannst auch speichern und so lange killen, bis keine mehr da sind und weißt du, okay, ich habe so viele gekillt seit dem Speichern. Du hast am Samstag unseren Bundeskanzler kennengelernt, der war hier gewesen. Der war hier gewesen. Krass. Und dann hast du Hand geschüttelt und gesagt, ich bin die Mariko. Folgen Sie Leos Mind auf Twitch. Bitte. Und dann sagt er, tue ich schon längst. Ich muss doch sicher gehen, dass die kleinen Kinder in seinem Stream alle verfolgt werden, wenn sie illegale Sachen runterladen. Direkt Brofest. Mariko, altes Haus. So real sieht der gar nicht so wichtig aus, als wenn man ihn so im TV sieht. Klar. Ja, ich gebe es zu, ich bin Onkel Olaf. Olaf J. Scholz. Oh Gott, vielleicht heißt er wirklich James, mit zweiten Namen. Aber viele Leute, also es sind ja ganz normale Menschen. Kameras machen einen immer wichtiger. Aber ich glaube eher wegen dem Feeling drumherum. Kameras machen einen immer dicker, als man ist. Und... Wobei, kommt auf die Linsen natürlich an.
und lassen einen immer größer wirken, als man ist. Olaf D. Scholz. Olaf D. Monkey. Das J ist aber stumm. Geil. Hast du dir Autogramm geben lassen? Fand dich in echt viel größer als auf Kamera. Ich frage mich, woher das kommt, weil wirklich ja alle Movie-Stars sehen ja in Filmen und sowas immer größer aus, als sie sind. Ja, ich glaube, so, also die wenigsten Schauspieler sind größer als ich zum Beispiel. Tom Cruise ist irgendwie 1,55 oder sowas. Also, was ist hier, dass ich so klein aussehe? Welche Teufelsfrucht hätte er wohl? Taxi, Taxi, Taxerhöhung. Nee, keine Ahnung. Die Merkel hatte die Teflonfrucht, das wissen wir. Vielleicht hat sie ihm vererbt. Was willst du denn mit einem Autogramm von dem? Verkaufen? An Fans? Seine Signatur, seine Signature-Attacke ist Gähner. Handgeschüttelt, ja, aber viel hat man halt nicht gesprochen. Er fragte, wie es einem geht, da es ihm halt sehr leid tut, was passiert ist, und er versucht, uns Hilfe zukommen zu lassen. Krass, aber ist schon krass, ey. Die Lügenbaronfrucht. Ja, Mariko, warum hast du ihm dann die Hand geschüttelt, wenn du ihn nicht magst? Hättest gleich sagen sollen. Herr Scholz, was los? Was machen wir hier? Was machen wir da? Was eigentlich mit Artikel 13? In Troys Haus gibt es auch Tunnels mit Shiny Hunten. Ja. Mit 1 zu 8000. Mit einem langen Reset, glaube ich, wahrscheinlich. Was bringt dieses Cheer im Chat? Cheer ist Geld. Das ist quasi die Ingame-Währung von Twitch. Also so wie V-Bucks bei Fortnite sind Cheers. Quasi du kaufst Cheers von Twitch und dann kannst du mich uncheeren oder halt mir Bits geben. Bits heißt es. Und dann kriege ich das Geld. Wollte ich ja nicht, aber ich wollte auch nicht unhöflich sein. Wenn man mir die Hand reicht, dann schüttelt man sie eben aus Höflichkeit. So. Dass die Oxys was länger auf sich warten? Ja. Patreon ist besser, meinst du, oder? Ja. Oder direkt mir Geld geben. Wenn du unbedingt, also wenn unbedingt, also du musst erstens gar nichts machen, ne? Aber wenn du mich finanziell unterstützen willst, dann ist einfach eine Direktüberweisung oder mir Geld per Post schicken natürlich am besten. Aber danach kommt direkt Patreon. Und dann kommen wahrscheinlich Bits, wobei Bits ist wahrscheinlich, wie viel kosten Bits heutzutage? 1,50? Mehr als 1,50 inzwischen, oder? Nee, 1,35? Weiß nicht, was Leute gegen Scholz haben, der tut doch nichts. Was war ich denn jetzt am Erzählen, bevor dieser Scholz auf einmal in den Chat kam als JJ? Rosa hat Lakritz mitgebracht. Rosa und ich waren große Hasser von Lakritz. Und jetzt auf einmal hat sie in Schweden Lakritze probiert und sagt, die ist eigentlich voll gut. Sie mag jetzt den Geschmack auf einmal. Hallo Danu. Und jetzt habe ich gerade einen Lakritz probiert, weil ich mir dachte, hey, vielleicht habe ich mich auch dran gewöhnt. Oder hey, vielleicht sind die aus Dänemark bessere Qualität und instant schlecht geworden, instant ausgespuckt.
Jetzt habe ich so eine Dame hier, die einfach Lakritze isst. Wie widerlich. Ich glaube, das war's. 10 Jahre. Und dann kam die Lakritze. Ich meine, ich tue halt nichts. Echt, das hat er gemacht. Cillian Murphy hat in einem kurzen Talk mit der Royal Family die Hände in der Hosentasche gelassen. Ja, der ist halt auch Ire. Ne? Iren haben nochmal ein ganz anderes Verhältnis zur Royal Family. Ist eh faszinierend, wie... Keine Ahnung, wie viel Prozent, aber wie viele in UK hinter der Royal Family stehen und die lieben. Ist unverständlich. Lakritz ist doch ein Witz. Geschmack kann sich ändern. Hallo Drarot, heute kommen unsere Shinies. Was war bei dir jetzt noch? Du bist immer noch bei Typ 0. Mag hier irgendjemand Lakritz? Raus. Ist immer noch schlecht, habe ich das Gefühl. Oh. Dieser krasse Geschmack einfach. Und dieses irgendwie... Es ist so ein frisches Gefühl, aber gleichzeitig so ein vergammelte Frische. Klar, klar, klar. Lakritz ist wie Koriander. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Da gibt's keins. Es sind keine, keine Ahnung, es sind keine Bananen. Lakritz ist ekelhaft, genau. Ich habe vor kurzem mich überwunden, After Eight zu probieren. Oh! Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Minze mit Schokolade oder Lakritz? Weil es hat beides dieses gleiche. Es ist irgendwie süß, aber auch so dieses Erfrischende. Und es passt nicht zusammen. Gut zu Fisch, Lakritze und Fisch. Ich hasse Lakritz. In Dänemark war überall Lakritz mit drauf. Ja, und jetzt hat sie was mitgebracht aus Dänemark. Lakritz hat auch so einen alten Autoreifen. Ja, und es sieht auch so aus. Wahrscheinlich werden Autoreifen damit gemacht einfach. Koriander und Fisch. Ich habe nichts gegen Koriander. Aber ich verstehe, wenn Leute sagen, es schmeckt nach Seife. Schmeckt halt nach Seife. After Eight hat schon was. Nee. Drarot. Reptain. So, ich habe jetzt meine Maggi-Flasche einmal in die Spülmaschine gestellt. Und ich glaube, es lag am Deckel. Ich glaube, der Deckel hat immer wieder... Oh, man riecht immer noch ein bisschen was von diesem Salz-Maggi. Aber hier ist jetzt kein Geruch mehr drin. Ja. Frisches Wasser. Kaltes. Ist halt auch Plastik. Und Plastik nimmt wahrscheinlich Salz, Geruch, Geschmack an. In Ethik einlegen. After Eight ist gut. Ist halt falsch. Wird noch getopft von Salmiak. Das kenne ich gar nicht. Danu, du bist ein Reh. Dessen Name ich immer vergesse, Kronjuwild. Und Mariko. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mariko. Ich zeige es dir noch nicht. Meguminar, Quaffaff. Quaffaff. Stopp, 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 stopp. Lurky. Molimorba. Nee, Molimorba ist das Erste. Morbites, Molimorba. Ich weiß es. Ich weiß es. Hypomorba, genau. Hypnomorba. Isa. Ein Eis. Ein Eis mit Gesicht. Ein Eis, das will, dass du es isst und dann bist du tot. Du willst deinen Zettel sehen? Was glaubst du denn, was es ist?
Es ist ein mystisches Pokémon. Es ist wirklich krass, was Mariko hat. Ich glaube nicht an mein Celebi. Ich habe nicht gesagt, dass Celebi ist. Es ist ein mystisches Pokémon. Meltan. Hatten wir jemals Meltan? Jirachi? Hallo, was willst du machen? Meltdown. Sie will Shiny Celebi, ja, natürlich. Shiny Manaphy. Es ist Manaphy. Du hast ein Manaphy gezogen. Knapp daneben. Shiny Manaphy, was hast du für Ansprüche? Ist Manaphy nicht krass genug? Das nehme ich gerne mit, soll ich das auf den Stapel machen? Eins, vier, drei, neun, zwei. Aber warte mal, haben wir nicht... Wir hatten eine Fusion, die ich nicht gemacht habe. Bist du noch da? Wer war das? War das Maurediven? Wer hat die Fusion gemacht? Let's go. Jetzt wurde es... Wenn jetzt da dahinter ein Shiny Deoxys ist, ey... Bei uns kommt das Wasser und dann so ein Wassermon. Aber es ist ein Beschützer bestimmt. Das ist ein Smetmomot. Oder ein Oshbo. Obo. Das ist ein Obo. Obo? Sieht aber cool aus. Die richtige Entwicklung von Blutzuck. Ombo. Und jetzt muss die Musik lauter. Hallo, hallo, J-Gamer. Warum immer stalken? Lass mal mehr Maggi trinken. Diese Kamera ist so weit vorne. Manchmal sehe ich meine Tabs nicht. Die Kamera vor den Tabs ist. Ich bin so arm dran. Nur die Gamecubes so schön aussehen. Ja. Das Gen 5 Video läuft. Ich mache ohne Greenscreen. Ich kann noch nicht viel über das Video erzählen. Ich habe heute die erste Sekunde geschnitten.
Ich habe gestern und heute wieder Butter Chicken gemacht, diesmal mit Reis. Ja, ist besser wie mit Kartoffelbrei. Danke. Danke. Kartoffelbrei. Guten Tag, ja. Ist hier das indische Restaurant? Ja, ja. Ich hätte gerne Butter Chicken, Aber können Sie mir anstatt Reis Kartoffelbrei dazu machen? Ei. Wie zeitaufwendig ist so ein Origin-Dex-Video? Das kannst du auf Patreon sehen. Da lade ich Behind-the-Scenes-Sachen hoch, wie ich die Videos mache, wie ich die schneide, was ich mir wieder bei denke und sowas. Süßkartoffeln. Oh, ich mag Süßkartoffeln nicht. Ist viel zu intens. Auf jeden Fall, diesmal mache ich keinen Greenscreen. Ich habe mich aufgenommen die ganze Zeit dabei und viele Stellen auch abgelesen. Das heißt, ich würde sagen, 70% des Videos sieht man mich gar nicht. Was auch den Prozess eigentlich schwieriger macht, weil ich dann nichts habe, was ich darstellen kann. Und ich bin gezwungen, Sachen zu bauen oder Bilder zu machen oder Gameplay einzufügen. Und ich kann nicht einfach sagen, ach, hier fällt mir nichts ein, halte ich einfach auf meine Fresse drauf und fertig. Das heißt, ich habe es mir zum einen leichter gemacht, weil kein Greenscreen, aber auf der anderen Seite schwerer, weil ich jetzt an vielen Stellen wirklich was visuell darstellen muss, wo ich vielleicht einfach nur mich gezeigt hätte. Aber dadurch habe ich nur 3 Stunden gebraucht, um das aufzuzeichnen. Die komplette Datei war 2,5 Stunden lang. Oder 2 Stunden lang. Und im Moment ist der Grobschnitt ohne Gameplay, nur meine Stimme, mit ab und zu mir, ist 50 Minuten lang. 50 Minuten. Für so einen Kack. Aber ich werde definitiv bei den Lichtungen werde ich noch was rausschneiden, weil bei den Lichtungen habe ich, glaube ich, 5 Minuten lang einfach nur wie ich mich beschwere und rumrante. Diese Kacklichtungen und sie machen keinen Spaß und es ist kein Fortschritt und hier und da und bla 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 bla. Ich glaube, das werde ich irgendwie alles rausschneiden und ich will nicht, dass das 15 Minuten lang ist. Dann wäre es genauso lang wie das Gen 4 Video. Aber das Gen 4 Video hat so viele besonderere Sachen. Ich weiß nicht, wie dieses Gen 5 Video jetzt schon wieder so lang ist. Aber es sind halt 2 Spiele. Ich muss erst durch Teil 1 und dann durch Teil 2. Und deswegen ist, glaube ich, kommt es jetzt wieder aufs Gleiche raus von der Länge her. Aber wie aufwendig ist das? Ich meine, man kann es sich einfach machen, indem man zum Beispiel die ganze Zeit nur Gameplay zeigt. Ich kann einfach meine Stimme aufnehmen, nur Gameplay zeigen im Hintergrund die ganze Zeit. Passend zu dem, was ich natürlich erzähle. Aber ich will halt nicht nur die ganze Zeit Gameplay zeigen, sondern auch Übersichten, Erklärungsschematiken und sowas. Und die müssen halt gebaut werden. Aber ich kann ja nicht sagen, stundenmäßig, wie viel das ist. Ich mache da jeden Tag rum und wahrscheinlich in 2 Wochen bin ich fertig. Dann bin ich 10 Tage im Urlaub oder 2 Wochen im Urlaub. Bis dahin muss es fertig sein. Aber bis dahin wird es auch fertig. Ich könnte jetzt die ganze Woche nicht streamen und nur das Video machen und dann würde ich die Woche fertig werden. Aber es ist halt, was habe ich letztes Mal? Also bei Gen 4 war es im Schnitt 1 Minute, die ich geschnitten habe, hat im Schnitt 1 Stunde gedauert. Also wenn das Video 50 Minuten lang ist, dann habe ich 50 Stunden gebraucht, um das Video nur zu schneiden. Und jetzt heute schon habe ich für die ersten 3 Sekunden 1 Stunde gebraucht. Das war nicht mal 1 Minute, das war einfach nur der Satz.
Gen 5. Die Kluft zwischen Oldschool-Pokémon und den modernen Spielen. Und dann habe ich halt was gebaut, wie N über eine Kluft springt zwischen Gen 1, 2, 3, 4 und Gen 6, 7, 8, 9. Und wenn er beim Modernen aufkommt, explodiert er und sein Kopf fliegt weg. Es hat halt eine Stunde gedauert, erstmal die Bilder dazu zu finden, die auf die Idee zu kommen. Und dann hast du halt eine Stunde gebraucht für 3 Sekunden. Dafür gibt es dann Stellen, wo du einfach nur Gameplay einfügst, was du erstmal finden musst in den, keine Ahnung, 100 Stunden Gameplay, die ich habe. Und dann hast du einfach 5 Minuten Gameplay, was du abbildest. Das ist dann schnell gemacht, wenn du es gefunden hast. Aber dann gibt es wieder Stellen, wo ich halt erkläre, wie die Kontaktebene funktioniert. Und dann muss ich halt einen weißen Baum abbilden, einen schwarzen Baum abbilden, das Level, wie der Baum wächst, wie der weiße Baum wächst. Also vielleicht, weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt zeige. Eigentlich soll ich den ganzen Teil rausschneiden, weil... Dumme Lichtungen, ey. Hallo Mauri, du bist ein Psiaugon. Psiaugon. Lass das Ärgern bitte mit drin, das gehört doch dazu. Ja, es bleibt auch drin, aber ich... Es ist die Sache, dass ich schreibe das alles tight auf, mein Skript ist immer tight geschrieben, sodass ich mich nicht wiederhole und dass das alles deutlich strukturiert ist. Dann stehe ich da und nehme das auf und dann fange ich an, so in diesem Rant festzustecken und sage dreimal das Gleiche und reg mich so auf und dann kommt das und dann, wie fällt es denen ein und Game Freak, wie können die nur? Und dann sage ich dreimal das Gleiche. Und dann lasse ich es entweder so drin und ich labere einfach 5 Minuten lang Quatsch, wovon 1 Minute nur relevant ist. Oder ich versuche es so zusammenzuschneiden, dass es trotzdem 1 Minute ist. Oder dann ist es so komisch zerstückelt. Oder ich mache es ganz raus. Mal gucken. Aber 50 Minuten ist definitiv zu lang. Vielleicht lasse ich auch komplett Maxsacks weg. Aber das ist ein großer Teil gewesen. Aber es gehört nicht zum Origindex. Aber den Pokédex voll zu machen... Auch, da könnte ich einfach sagen, und dann habe ich den Pokédex voll gemacht, was viel Arbeit war. Fertig. Aber stattdessen sage ich halt, und dann bin ich zu dem Trainer gegangen, um dieses Pokémon zu finden. Und dann habe ich Haspiohr nicht gefunden und dann muss man auf Weiß rüber wechseln, um Haspiohr zu finden, bla bla bla. Mal gucken. Ich habe den Grobschnitt gemacht, 50 Minuten, und jetzt gehe ich halt wirklich Sekunde für Sekunde durch, von vorn bis hinten und schneide alles so, wie es am Ende sein soll. Dann ist es fertig und dann muss ich die kompletten Soundeffekte und Musik drunter legen und dann ist es wirklich fertig. Aber diesmal kein Greenscreen, Leo. Aber ich war kurz davor, es doch zu machen. Aber dann habe ich dran gedacht, dass Gen 5 leider nicht so viele Leute interessiert. Deswegen wollte ich nicht so viel Arbeit reinstecken. Hamke, Cresselia, deine Strategie für die Katzen in Gen 2 war echt super, bis auf Entei, was meint, es kann vom östlichen Punkt zum westlichen Punkt der Karte springen. Das habe ich im Video, glaube ich, gesagt, dass das zu einem gewissen Prozentsatz passieren kann, dass das Pokémon einfach nicht zur Nachbarroute wechselt, sondern irgendwohin. Und das kann sehr oft passieren, aber es ist, glaube ich, nur eine 7% Wahrscheinlichkeit jedes Mal. Ich höre deine Videos auch einfach gerne an. Danke, Prani. Ich habe es in Ultrasonne endlich mal auf die zweite Insel geschafft und gleich auf der ersten Runde gibt es Evoli. Ich sehe mich die nächsten 20 Stunden darin, 9 weibliche Evoli zu fangen. Aber warum dauert es so lange, 9 weibliche Evoli zu fangen? Okay, 1 zu 8, aber... ...14,4k schon ohne Shiny. Ich fühle Leo so sehr. Hab auch schon ewig keine Shiny mehr bekommen. Dafür hast du 4 Stück an 4 Tagen gekriegt. Mit 1 zu 4.000 oder was das war. Wobei, die Ritter sind 1 zu 1.000, 2.000 oder so. Und jetzt das Glück, ne? Irgendwann relativiert sich das alles. Aber ich bin schon über dem Schnitt. Bei 10.000 war mein Schnitt.
Also habe Schwarz, Weiß und Schwarz 2 auch das erste Mal gespielt und fand Gen 5 eigentlich voll gut. War es auch. Gen 5 ist großartig. Ich mochte die Story von 1 nicht. 2 hat definitiv die bessere Story, weil es Schwarz 1 besser dastehen lässt. Also weil dadurch, dass Schwarz-Weiß 2 existiert, ist automatisch auch der erste Teil besser. Aber ohne den zweiten Teil wäre Schwarz, die Story zumindest von Schwarz, echt dumm. Aber dann kommt zum Glück Teil 2, wo alles quasi nicht aufgeklärt wird, aber alles irgendwie rund gemacht wird. Du bist bei deinem Shigi bei 32k. Mit wie vielen Systemen? Gestern oder vorgestern 2 Shiny Legi innerhalb 4 Stunden. Achso. Der Maori, ne? Mein erstes Spiel war Gen 1 gelb. Mein erstes Spiel war Gen 1 blau. Dann rot, dann gelb, dann silber, dann gold. Dann Kristall. Und dann lange nichts mehr. Ich fand Gen 5 auch gut, freue mich auf meinen Run durch Schwarz 2. 2 ist so viel besser. Aber auch so viel größer. Man kann so viel mehr machen. Und die Story scheucht einen auch echt wieder mehr rum. 4 ist ja wirklich kompliziert, wie du auf der Karte rumgescheucht wirst, ohne wirklich genau zu wissen, wo du hin musst die ganze Zeit. Und dann Schwarz macht einfach einen Kreis, fertig. Und Schwarz 2 ist dann wieder mehr so dumm, bum, 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 bum. Hallo Mitcho. Nach 25k habe ich von 4 auf 6 Systeme erhöht. Mit, aber wo suchst du? Feuerrot. Hallo Verox. Also ein Remake von 1 und 2 in einem Spiel würde ich auf der Switch fühlen. Wird es aber nicht geben. Die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre. Wisst ihr, was ich heute koche? Ich habe euren Rat angenommen, oder Azraels Rat war es, glaube ich, einfach Reishungergerichte zu suchen. Weil ich will mehr so einfache Sachen im Reiskocher einfach kochen. Und ich habe auf deren Homepage ein Rezept gefunden für... Ich vergesse den Namen immer. Spanisch, Eier, Frittata. Frittata sind doch immer nur Pommes, oder? Frevos, nein. Eier, ein Haufen Eier. Fängt es nicht mit F an? Cerveza, das ist Bier. Frittata de patatas. Das ist so geil. Frittata de patatas. Hallo Maya. Auf jeden Fall kann man das im Reiskocher machen, das probiere ich heute. Es ist eigentlich nur 6 Eier, Sahne, eigentlich sonst nichts, ist ein bisschen komisch. Mal schauen. Ist einfach nur Kartoffeln und Eier, sehr lecker. Ja, aber das heißt nicht Frittata de Patatas. Das heißt, es gibt Paella und die 2 spanischen Gerichte. Paella und aber da sind keine, eigentlich wird es mit Kartoffeln gemacht. Egal. Habe ich das noch offen? Nee. Nein. Das versuche ich heute.
Nicht Frigometri. Ist zu kalt. Und auch kein Foiegro. Wir essen keine Katzen. Nur wenn sie sich nicht benehmen. Harte Erziehung. Pulpo a feira. Nein. Wahrscheinlich sage ich es jetzt und es ist noch nicht mal Spanisch. Aber natürlich ist es Spanisch. Was ist denn das spanische Omelette? Wie heißt das? Patata de fritata. Paella? Nein. Tortilla? Dankeschön. Ich sag doch mit F. Omelettos. Nein, ich meine Tortilla. Wie gesagt, mit F. Mit stillem F. Tortilla, genau. Tortilla, 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 Mann. Warum fällt mir Tortilla nicht ein? Vielleicht, weil ich an F gedacht habe. Du bist so ein Vogel. Aber Tortilla ist Spanisch. Alles hat gestimmt, nur der Buchstabe nicht. Was happens sagt wie Los Vojos? Ich habe nie an Los Vojos gearbeitet. Das gab's da nicht mehr. Los Vojos war... Es gibt so McDonald's-Sachen, die für immer in den Köpfen drin bleiben, aber die es eigentlich nur ein-, zweimal gab. Früher gab es ja auch das, wie heißt es, Alpenberg, dieses Alpenfest, Ding, irgendwas, ist auch gut. Los Vojos und Burger King? Oh, das kann sein. Nee, oder? Doch, nein. Das ist dieses Kartoffelomelette, sehr lecker, egal wie es heißt. Ja, es heißt nicht Patata di Frittata. Patata di Frittata sind einfach nur Pommes. Was einfach übersetzt Kartoffeln frittierter ist. Patata di Frittata. Los Vojos ist McDonald's. Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Ich würde ja sagen, ich bin noch nie so hoch gegangen in Resets, was stimmt. Aber dadurch, dass ich 4 Konsolen mache, fühlt es sich nicht an wie... Also Arctos fühlt sich viel länger an, was auch, war auch länger. Aber zahlentechnisch ist das jetzt mein Rekord. Hallo Cynthia. Sind wir bei Pech angekommen? Ja, schon seit 4500 sind wir bei Pech. Du willst endlich deinen Internetanschluss. Wie bist du gerade hier mit G5, G4, G3? Ist auch Tortilla de Patatas. Ich bin verwirrter als ein Chamäleon in einer Schüssel Smarties. Actually, Chamäleons setzen nicht ihre Farbe ein im Vergleich zum Hintergrund, sondern nach ihrer Stimmung. WLAN vom Nachbarn? Sneaky. Habt ihr in Deutschland noch nicht alle... Also hier ist es normal, unlimited. Also ich habe früher auch immer darauf achten müssen, dass wenn ich nicht zu Hause bin im WLAN, dass ich dann mit meinem Handy irgendwie keine YouTube-Videos schaue oder ich vergesse, das Video-Qualität runterzustellen oder so. Aber hier ist jeder Vertrag mit unendlich viel Datenvolumen. Du hast einfach Internet auf dem Handy. Ich meine, es ist natürlich nicht so stabil, dass ich damit streamen könnte, aber es ist genauso schnell und ich kann so viel machen, wie ich will. Sowieso Pflicht inzwischen. Unendlich Daten. Erste massive Bandbreitenbegrenzung. Ja, ich kenne das noch. Ich hatte es auch immer. Ich meine, irgendwann war es bei mir so viel, dass man eigentlich nicht mehr wirklich drauf achten musste. Irgendwie 10 GB. Mit 10 GB kannst du schon echt viel machen. Außer du guckst die ganze Zeit Full HD YouTube unterwegs. Aber jetzt kann ich halt auch unterwegs. Ich bin auf dem Weg zum Gym und im Gym und zurück gucke ich Full HD Podcasts auf YouTube. Das ist bestimmt einiges an Daten. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, ich glaube auch, dass sich das nicht durchsetzen wird.
Man hat unendlich, aber halt an einem gewissen Punkt ultra langsam. Ja, das meine ich natürlich. Ich meine, es ist ja dann so langsam, dass man es eigentlich nicht mehr nutzen kann. Vielleicht für Musik. Man zahlt halt 70 plus pro Monat für unlimited schnelles Internet. Was zahle ich? Ich zahle 20 Euro im Monat. Für unlimited und im Ausland 15 Gigabyte, glaube ich. Ich könnte auf unlimited auch im Ausland aufstocken, wenn ich will, aber ich weiß nicht für wie viel. Also wenn ich dort bin. Also ja, stimmt, wenn ich jetzt im Urlaub bin in Italien 2 Wochen lang, kann ich nicht die ganze Zeit. Dann müssen die anderen halt Videos anmachen. Oh shit. Ich lade mir einfach so viel runter hier auf mein Handy. Was soll ich mit 10 GB? Die sind in einer halben Woche weg. Ja. Also ich habe hier an 3 Tagen 1 GB verbraten, ohne was an YouTube zu gucken, nur mit Discord und Nachrichten. Das kann ja fast nicht sein. Also nur mit Discord und Nachrichten, da waren bestimmt einige Bilder bei den Nachrichten dabei, weil nur Nachrichten kannst du nicht 1 GB verbraten. Das ist so viel. Aber sobald da ein Video dabei ist, sobald da ein GIF dabei ist, sobald da, ne? Ich meine, du könntest, ich glaube, ich weiß nicht, was, wie viel Daten wären es. Aber auch mein Spotify. Ich habe also jedes Lied, was ich herze, also like auf Spotify, wird automatisch aufs Handy geladen. Und wird überhaupt nicht, zapft gar kein Datenvolumen an, wenn ich es höre. Aber was ist ein Song? 3 Megabyte. 3 Megabyte alle 3 Minuten. Ich glaube, so rechnet man das nicht. Ich glaube, Spotify hat die echt klein gemacht inzwischen, die Songs. Nachrichtenseiten haben halt viel anzuzeigen. Ja, da läuft da ein Video im Hintergrund, da läuft da was. Hallo Lars. Mal sehen, ob die Direct-Gerüchte stimmen. Oh nee, die stimmen immer. Echt, da bin ich da wieder im Urlaub, wo... Okay, aber es ist eine Direct, keine Pokémon Presents. Pokémon Presents wäre fatal. Eine Direct ist mir egal. Kommt eh nichts mehr. Nintendo macht eh dicht. Aber habt ihr gesehen, anstatt den nächsten Starter zu kriegen, kriegen wir jetzt Sandy Shock, wie heißt es? Sandfell und Eisendorn Raids, yay. Du meinst Pokémon Direct? Nein. Warum kommt alles immer, wenn ich nicht da bin? Wann soll die sein? Warum stellst du den grauen, was zuletzt geschehen ist, Bildschirm nicht aus? Wie geht es? Rachel, wie geht es? Das geht? Wie geht es? Was? Was? Das geht nicht. Du trollst. Wir können es doch nicht noch einfacher machen, als es ist. Wo geht das? Hier? Nein. Mach mir jetzt keine Hoffnung. Das müsste eine Option sein. Nö. Knopfbelegung, Hilfe. Hilfe. Erste Hälfte im Juni laut Gerüchten. Ja, da bin ich nicht da. Rachel, es macht auch keine Hoffnung hier. Das geht nicht. Also bitte sag's, wenn es geht. Aber ich sehe da nichts. Das wäre ein Traum. Dann müsste ich nämlich... Dann könnte ich nur noch A spammen.
Jetzt musst du zur Telekom wechseln. Kacke. Geht auch nicht. Ja, es geht nicht. Pokémon Presents in der ersten Hälfte vom Juni, Lurky. Bestätigt. Alle weiterzählen. Das Geilste, wo Telekom mich mal reingeritten war, war, dass die so einen Deal hatten, dass wenn du mit denen den Vertrag abschließt, melden die dich bei dem anderen Anbieter ab. Und das habe ich gemacht. Und dann kam das Datum immer näher von dem Wechsel. Und dann ist der Tag vom Wechsel, nichts passiert. Ich rufe da an, dann sagen die, oh, haben wir verpasst. Dann sage ich, okay, wie komme ich jetzt mit meinem Vertrag raus? Ja, gar nicht. Okay, danke. Die sind einfach, die können machen, was sie wollen. Ist nicht bestätigt, aber könnte passen. Meistens, so diese Direct- und Present-Sachen sind ja meistens immer... Also selten, dass die Gerüchte nicht stimmen. Bei der Nintendo Direct gab es Gerüchte und dann hat es nicht gestimmt. Aber da konnte man wenigstens ein bisschen argumentieren und sagen, ja doch, es gab halt eine Direct, nur sie war halt auf Twitter. Weil an dem Tag, wo sie hätte sein sollen, haben sie 5 Spiele auf Twitter vorgestellt. Anstatt eine richtige Direct zu machen. Haben sie bestimmt gemacht, um uns reinzulegen. Hallo, der rote Jay. Deoxys. Ja, das Traurige ist halt, Telekom ist trotzdem noch das Beste, was du machen kannst, ne? Immer noch die Beste. Aber ihr müsst nicht glauben, dass es auf der... irgendwo anders auf der Welt besser läuft. Es gibt auch andere. Es gibt Kabel Deutschland und ich glaube Mnet hat eigene. Also Mnet ist München. Okay, das gibt es halt nur in München. Kabel Deutschland sind noch eigene Kabel, glaube ich. Aber ja, kleines Neben-Side-Hustle-Projekt. Einfach eine neue Telekommunikationsfirma gründen und Kabel verlegen. Entschuldigen Sie, könnten wir bitte komplett Deutschland einmal aufreißen? Was kostet's? Ja, so 3 Trilliarden. Ah! Neues Spendengoal. Make Germany great again. 5 Euro von 3 Trillionen. Glasfaser für alle Haushalte. Ja, wir haben ja so viel Glas, ne? Ich meine, wir haben ja eigentlich so viel Glas. Müssen sie halt mal das Glas da rein recyceln. In die Kabel rein recyceln. Dann wäre es ja schon geregelt, ne? Ja, wir sind auch hier direkt, weil ich gesagt habe, wegen Streamen. Wir sind auch direkt zu dem größten Service hier gegangen, der auch am teuersten ist, aber halt dafür keine Probleme macht.
Ich habe in München 10 Euro gezahlt für mein Internet. Für eine 100er Leitung und 25 hoch. Und jetzt hier sind es einfach knappe 60 Euro. Dafür, bis auf die zwar ein paar Aufhixer, Schluck auf manchmal, den wir hier haben, ist das Internet hier immer stabil. Obwohl mein Internet sogar aus der Steckdose kommt. Weil ich keinen Anschluss im Zimmer habe. Eins, vier, sechs, sechs, vier. Auf 15.000 gehen wir heute. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Ist egal, überall passiert das Gleiche. Leila, du kleine Lölö. Wobei, Leila ist gar nicht mal klein. Leila ist eine große Leila. Leila ist eine große Lölö. Ja, da, bei dem Thema waren wir. Warum denken Leute, dass ich klein bin? Muss ich meine Kamera von unten kommen lassen, dass ich auf euch herabschaue? Wie im echten Leben. Leila, vielen Dank für 41 Monate, verrückte Lölö. Happy Birthday again, 2 Tage später. Leila hatte Geburtstag, Leute. Wer denkt denn bitte, dass du klein bist? Alle, die mich sehen, sagen, ich hab dich viel kleiner gedacht. Ich dachte nicht, dass du klein bist, aber auch nicht, dass du einen Kopf größer bist. Alles unter 1,90 ist klein, Leute. Warum seid ihr so gemein zu mir? Ich bin nicht klein. Schau mal auf das Shiny Deoxys auf der Mitte. Okay. Und jetzt? Es ist so eine optische Täuschung, dass alle shiny werden. Du bist 1,65. Bin ich dann winzig? Minus mal Minus ergibt Plus. Du bist riesig. Nee, ich glaube, es ist, keine Ahnung. Manche Leute sehen halt einfach klein aus. Ich weiß, ihr denkt nicht, dass ich klein bin. Ich mach doch nur Späßle, Mensch. Aber auf der TwitchCon auch haben viele mich kennengelernt und gesagt, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du größer bist als ich oder ich hätte dich kleiner gedacht. Dann liest du an deiner Haltung. Ich glaube, es liegt eher so Proportion Kopf zu Stirn. Kopf zu Stirn. Kopf zu Schultern oder sowas. Es gibt ja Menschen, das habe ich zum Beispiel nicht. Ne? Ich bin zwar groß, aber ich bin nicht. Keine Ahnung. Es gibt diese Leute, die sind groß, aber gleichzeitig auch so mächtig. Weißt du, deren Hände dann auch so mächtig sind und deren Arme so bereit sind. Und ich bin ja ein spannenlanger Hansel. Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn. Ich bin der spannenlange Hansel. Ich glaube, ich habe einfach so die Proportion von jemandem, der eher klein ist, nur dass ich halt dann langgezogen bin. Hallo Agiraya. Das war an den Duden gerichtet, der nicht wusste, wohin schauen. Okay, Leila, du Duden. Guck einfach auf die Mitte die ganze Zeit. Bin 1,67 oder so, aber auch erst 13,5.
bin 35, ein Viertel. Als ich 13 war, war es gerade mal ein Millennium. Ich finde schon, du hast gute Proportionen. Passend breite Schultern. Schmalhans, musst du dich wirklich nicht schimpfen. Spannenlanger Hansel, habe ich mich geschimpft. Warum immer das so heißt. Spannenlanger Hansel, oder heißt es überhaupt so? Spannenlanger Hansel, Nudeldicke Dirn. Spargellanger Hansel? Nee. Spargeltarzan. Spannenlanger Hansel, Nudeldicke Dirn. Ja, gute Proportion. Ja, wenn ich mal gerade und breite Schultern machen würde. Aber das ist so, das braucht zu viel Muskeln. Die habe ich nicht, die braucht man nicht. Fishing for Compliments hier, Leute. Ich will doch nur hören, dass Leo online, Leo, du bist doch so groß und stark und mächtig. Deine großen, starken Hände. Bitte. Ich muss aufhören. Auf jeden Fall, 13, hä? Der Bart könnte noch etwas länger sein. Wir wollen, dass der Bart geflochten wird. Ich habe sogar so Sachen, mit denen man Bart flechten kann, weil ich das immer machen wollte. Aber ein Bart muss sackenlang sein, dass du ihn flechten kannst oder dass du irgendwas reintun kannst und so. Sackenlang. Und ich habe das längste, was ich jemals ausgehalten habe, war bis hier. Und ich habe einfach nicht den Bart dafür. Ich werde sofort mit Salafist und was nicht alles, ISIS-Kämpfer angesprochen und so. Da hatte ich nie Bock drauf. Und manchmal gibt es Tage, da schaut man in den Spiegel und denkt sich, okay, nice. Und dann gibt es Tage, schaut man in den Spiegel und denkt sich, jep, ich versteh's. Deswegen, das ist jetzt schon langsam zu lang. Aber gerade geht's noch. Leo mit Perlen im Bart geflochten, fühle ich. Auf der Weihnachtsfeier, kurz bevor ich die Firma verlassen hatte, hatte ich Christbaumkugeln im Bart. Die waren cool. Das war auch ein Hingucker an dem Abend. Das sind so also kleine Christbaumkugeln. Die kann man extra kaufen. Und dann hatte ich so kleine Christbaumkugeln im Bad. Oh, da war auch ein bisschen länger. Hallo Saki. Ich war gerade essen mit Familie, wo Shiny Deoxys. Hast du nicht vor 10 Minuten geschrieben? Wie schnell hast du Essen mit Familie? Wart ihr im Eisladen um die Ecke? Heute gönnen wir uns mal ein Vanille. Schöne Vanille. Waffel. Spargelanger Hansel. Nee, spannenlanger Hansel. Nudeldicke Dirn. Ich muss das jetzt mal googeln. Das war so ein, entweder ein Märchen oder halt einfach ein Lied. Spannenlanger Hansel, Nudeldicke Dirn. Spannenlanger Hansel. Nee, es ist spannenlanger Hansel. Die ist so dick. Es ist so gemein, die Darstellung. Es ist so gemein. Was ist das für ein Kinderlied? So sollte das nicht sein. Spannenlange Hansel, Nudeldicke Dirn in meinem Kopf, so wie ich das hatte, war halt eine pfundige Bayerin und ein lang hochgeschossener, dünner Bayer in Lederhosen und sie halt in einer Dingens. Trachten halt beide. Aber halt eher so eine gestandene, pfundige Frau. Und das war, egal. Das war keine, finde ich, korrekte Darstellung von diesem Lied.
Nein, nein, nein. Es ist spannend lange, ja. Schauen uns gleich Jurassic World 2 zusammen an. Wünsch dir alles Glück. Am besten wären ja zwei auf einmal. Zwei auf einmal, du meinst 8000 mal 8000. Was, wie viel ist? 160, 1,6 Millionen? Dick von Nudeln oder dick wie eine Nudel? Es ist einfach so ein Begriff, den man so geil sagen kann. Nudeldick. Nudeldicke Dirn. Das ist wie hey, ab in den Süden. Nee, dieses hey, Anton aus Tirol. Was? Und dann stramm im Wadeln. Die feinsten Schupfnudeln. Dick wie eine Dampfnudel. Nee, in dem Video war es gerade ein kleines Kind. Ein kleines Kind, was einfach nur zusammengestaucht ist und so. Und dann der Bruder ganz aufrecht, ganz gerade, groß und sowas. Und sie so. Ich bin so schön, ich bin so doll, genau. Hallo Jairo. Meine Schankenwageln sind ein Wahnsinn für die Madeln. Meine Statur, ein Wunder der Natur. Ich bin so schön. Ist er nicht aus Tirol? DJ Ötzi nicht aus Tirol? Meine lederschlanken Wadeln? Nee, meine schlanken Wadeln sind ein Wahnsinn für die Madeln. Meine Statur, ein Wunder der Natur. Der schon. DJ Ötzi. Und wer ist der andere? DJ Bobo. Ich finde es nicht mehr, aber es war, glaube ich, in den Optionen an einem PC oder im Hilfsfernseher, den man am Anfang bekommen hat. Irgendwo davon dachte ich, aber man konnte es irgendwie ausstellen, den Verlauf. Ich google das mal. FRLG, can I turn off the diary? How do you turn off the journal? You can't. If you play every day, you won't see it. Lüge. The journal comes up if you haven't played the game in 2 days and it starts appearing from there. Ja, aber... Warte, this feature? Es gab auch Antonia, ja, mit dem roten Gummiboot. Ich meine, kann ich irgendwas machen, dass es nicht kommt? Die Leute schreiben hier, und das habe ich ja auch bemerkt, als ich gespielt habe, dass das Journal nicht immer kommt, wenn man regelmäßig spielt. Aber ich glaube, das war nur in Gen 4 so, in Feuerrot und Blatt, in Gen 3 so, in so ein Smaragd und in Feuerrot und Blattgrün kommt's immer. Soll ich nochmal speichern, sodass ich quasi speichere, dass ich es gesehen habe? Ich habe hier schon mehrmals gespeichert, das macht keinen Sinn. Der würde mir ja hier berichten, du bist gerade 5 Schritte gegangen, um das Deoxys-Rätsel zu lösen. Das ist ja passiert, seitdem ich das letzte Mal hier gespeichert habe. Ich glaube, in Feuerrot und Blattgrün ist es wirklich immer da. Ja, bei Gen 3 kommt es immer und wird immer kommen. Ja, 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 ja. Ja. Meine Statur.
Das Butter Chicken war doch schon fertig. Schmeckt Frauenkind plötzlich doch sehr gut mit Reis. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Megumina hat seinem Kind Butter Chicken gemacht. Aber extra mit Kartoffelbrei. Und heute mit Reis. Und das Kind hat auch den Reis angenommen. Sehr gut. Besser ist es. Wir hatten gestern dein Butter Chicken. Wie ich immer dieses von diesem Butter Chicken erzähle und das jetzt wirklich Leute nachgemacht haben, obwohl es einfach nur chefkoch.de ist. Sehr gute Empfehlung. Bisschen viel Zimt für mich, aber das passen wir nächstes Mal an. Ich finde, ich schmecke das Zimt gar nicht. Aber ja, mach einfach kein Zimt rein. Oder mehr Pfeffer oder mehr Limone. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so viele nicht kennen. Ich glaube allgemein, das klingt jetzt, ne, ich will nicht niemandem auf die Zehenspitzen treten. Aber ich sag's trotzdem. Ich glaube, viele Deutsche sind sehr in deutschem Essen drin. Und versuchen gar nicht rauszukommen. Und das Problem ist auch, dass es nicht viele Lokale gibt. Außer vielleicht in Berlin und in krassen Hauptstädten. Selbst München hat wenige gute Lokale, wo traditionelles Essen gibt. Also sei es, ne, die Leute reden dann immer von, gehen wir zum Asiaten. Leute, es gibt kein asiatisches Restaurant, das ist Bullshit. Und die, die es gibt, die machen extra ihr Gericht so, dass es eben den Europäern schmeckt. Und deswegen nennen sie es asiatische Küche. Es gibt keine asiatische Küche. Es ist wie europäisch, es gibt kein europäisches Essen. Ah. Aber die Restaurants passen es extra an. Deswegen gehen zum Beispiel asiatische Familien zum Restaurant hin und sagen dann aber, hey yo, wir wollen euer echtes Essen. Und dann kriegst du das, was nicht auf der Karte steht. Weil das, was auf der Karte steht, ist für die dummen Deutschen, die das echte traditionelle Essen nicht abhaben können, weil es zu gut ist. Keine Ahnung. Das ist hartes Bashing. Ja! Und deswegen, ich bin auch schockiert, dass ihr sowas wie Butter Chicken dann nicht kanntet. Dabei ist das noch nicht mal so besonders. Das ist so wirklich das neben, wie heißt's, neben Tandoori Chicken oder wie heißt das andere, Chicken Korma oder wie heißt das andere, Vindaloo. Wobei Vindaloo ist britisch. Ist das so, sind so die indischen Gerichte. Mehr Ingwer. Zimt ist ein Migräne-Trigger bei mir. Krass. Vielleicht musst du den Ort einmal verlassen, neu betreten, Puzzle neu machen, dann speichern. Nö, habe ich schon oft genug gemacht. Das geht nicht. Es geht nicht weg. Ja genau, das ist europäisch Essen. Döner, asiatisch, indisch, halt nach europäischem Geschmack. Das findet man überall in Europa, einfach in jedem Land. Ja. Aber es wird immer besser. Es gibt immer mehr richtige Lokale, die tatsächlich Sachen anbieten, die aus ihrem Land, aus ihrer Region kommen. Immer mehr Leute ihren Geschmackshorizont erweitern. Aber sowas wie UK und hier Irland auch. Hier sind super viele solche Restaurants. Aber in Deutschland wird es besser, immer mehr und sowas. Aber ich glaube, viele wollen halt einfach einen Schnitzel und ihren Fleischsalat abends essen mit guten Stullen und einem guten Radi und dann war's das. Und dann gibt's, wenn man nicht kochen will, gibt's dann die Spaghetti mit Ketchup. Oh. Aber was könnten wir denn dann noch machen, dass ihr auch nachkocht, wenn ich die ganze Zeit darüber rede? Wir haben hier um die Ecke ein chinesisches Restaurant, wo es kein deutsches Menü gibt. Man sieht nur Chinesen darin. Da weißt du, dass das gut ist. Yep. Yep, yep, yep. Da müsst ihr rein. Und dann bestellt ihr einfach blind jedes dritte Gericht für alle auf den Tisch drauf und dann isst jeder alles auf dem Tisch.
Viele Deutsche kennen außer Salz und Pfeffer auch nichts. Ja. Und ich meine, ich war ja genauso. Ich meine, ich habe auch nur immer nur Pizza und was nicht alles gegessen. Rosa hat halt meinen Horizont da krass erweitert. Ich habe Auberginen oder sowas wie, wie heißt die grünen Dinger? Zucchini halt nie gemocht. Aber auf einmal bereitet sie sie zu. Und es schmeckt so geil. Es schmeckt so geil. Alles kann so geil schmecken. Nudeln mit Ketchup sollte mindestens 3 Jahre Gefängnis geben. Ja. Wir haben, Spaghetti mit Ketchup ist gut. Ruhe hier. Ist gut, Ruhe hier. Na, da kannst du auch einfach auf deine Nudeln Zucker draufschütten. Parmigiani di Melanzane. Bestes Auberginengericht. Parmigiani di Melanzane. Es gibt auch ein geiles chinesisches Gericht mit Auberginen. Das ist einfach Auberginen. Punkt. Das schmeckt so krank. Das kommt mit dem Alter, glaube ich, über 30. Man öffnet sich deutlich mehr. Aber gleichzeitig gibt es auch das Saying, einem alten Hund bringst du nichts mehr bei. Umso älter du bist, desto eher quasi bist du versteift auf deine Gewohnheiten. Aber ich glaube, 30 ist da noch nicht alt genug. Ich glaube, mit 30 probiert man immer noch Sachen aus. Und dann vielleicht mit 50 oder sowas sagt man, einem alten Hund bringt man nichts mehr bei. Alten Köter, wie geht das? Irgendwie so. Sicher, als Deutscher wächst man mit super wenig Gewürzen auf. In Indien oder Japan bekommen die ja als erste Nahrung direkt was mit zweistelligem Gewürzanteil. Zweistelliger Gewürzanteil, ja. Ja, klar. Habe auch schon gelesen, dass da in der Speisekarte steht, ob man es europäisch oder original will. Rosa musste in solchen Lokalen immer extra sagen, ich will scharf. Und dann sagen die, ja, ja, machen wir. Nein, 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 kommen Sie zurück. Wenn ich sage scharf, dann verstehen Sie europäisch scharf. Aber gucken Sie mich an. Ich will scharf. Und dann kriegt sie scharf. Aber Schärfe gerade ist oft auch. Entweder sie sind so gemeint, dass sie die ans Auswischen wollen. Und sind so, hehehehe. Dem Typen zeigen wir, was unsere Schärfe ist. Oder sie machen es halt überhaupt nicht scharf, weil sie Angst haben, dass du es nicht verträgst. Was auch. Stimmt. Bei mir war es auch so mit 30 erst, wo ich neue Sachen ausprobiert habe. Ja, 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 ja. Dann ist es zu scharf. Rosa kann sich zu scharf sein. Rosa habe ich die Hot Ones Soße geschenkt. Die letzte Hot Ones Soße. Also nicht der Bomb. Der Bomb ist zu viel. Das ist chemisch. Das will kein Schwein. Also die schärfste Hot Ones Soße und die tut sie sich auf jedes Essen drauf. Und die ist scharf. Und sie sagt auch, dass die scharf ist. Aber sie mag es. Also ich erinnere mich immer an, als wir beim Tollwood waren. Das ist so ein, gemein gesagt, so ein Hippie-Festival. Also nicht mit, da gibt es auch Musik, aber hauptsächlich so ein, keine Ahnung, so Stände mit Essen und alles ökologisch, biologisch und hier abgebaut und da schöne kleine Trinkets zum Dranhängen und besser fühlen. Und da gibt's auch dann so, da gab's so einen thailändischen Stand und sie hat das grüne Curry genommen. Oh mein Gott, sie saß da, knallroter Kopf, das Wasser kam ihr runter und sie hat die ganze Zeit nur gesagt, es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil und sie ist kompletter Wasserfall. Isst du denn gerne scharf? Nope. Ich kann scharf essen. Ich halte die Schmerzen einfach aus. Nee, es kommt drauf an, was für eine Schärfe. Zum Beispiel in Indien haben wir halt immer alles gegessen, was uns halt so auf den Tisch gestellt wurde und was Freunde aus Indien dann halt dort einfach bestellt haben. Und es war oft scharfes Essen, aber es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und es war eine geile Schärfe. Aber hier, wenn du scharf bestellst, jetzt nicht beim Inder oder sowas, aber vielleicht bei anderen Sachen, keine Ahnung, Currywurst scharf ist einfach nur Currywurst
mit 1000% Schärfe, sodass du einfach nur scharf schmeckst und deine Zunge wehtut und alles mögliche und es ist einfach nur scharf und kacke. Aber es gibt halt auch Schärfe, die durch Geschmack zustande kommen, wie zum Beispiel durch Ingwer oder Cayennepfeffer, anstatt einfach Tabasco reinzuschütten oder, keine Ahnung, Chilischoten drauf zu pudern. Und wenn es halt so eine Ingwer-Meerrettich-Schärfe oder so indisches Curry-Schärfe ist, das ist geil. Also, oder da habe ich nichts dagegen. Weil es erweitert tatsächlich den Geschmack. Aber wenn du mir eine Currywurst bestellst und dann sagst du einfach bitte extra scharf, brutal, dann das kann niemandem schmecken, weil es schmeckt nach nichts. Das schmeckt einfach nur nach Schmerz. Das verstehe ich nicht. Ingwer-Schärfe ist aber fies. Für mich nicht. Ich kann auf dem Ingwer, du kannst mir einen rohen Ingwer geben und ich kaufe dem rum. Und es ist nicht lecker unbedingt, aber es ist, macht mir nichts aus. Henry Jedde, du bist ein Geosali. Baut ihr denn Chilis an? Nee. Wie scharf empfindest du die Soße? Die Soße für mich, die Hot Ones Soße, als wir die frisch gekriegt haben, hat Rosa nur so eine Messerspitze genommen, gemacht und scharf. Dann habe ich ihre Messerspitze, die sie bereits abgeleckt hat, nochmal abgeleckt und ich bin gestorben. Was heißt gestorben? Aber es ist wirklich halt so ein fuck, okay. Es ist jetzt nicht diese Kack-Chili-Chip-Challenge, wo die dann Krankenwagen rufen oder sowas. Sowas ist es nicht, weil das ist ja chemische Schärfe, die gegen die Natur geht, so ungefähr. Kennt ihr die nicht? Last Dab? Ich meine, die haben inzwischen wieder eine neue, die nochmal schärfer ist. Aber wir haben die eine davor. Wer ist die Soße? Leute, das ist auch für mich... Das verstehe ich nicht, wie ihr das nicht kennen könnt. Wie ist die Soße? Welches ist die beste Hot Ones Folge? Letztens habe ich eine der besten ever gesehen. Ah ja, Conan. Aber Conan ist nur gut die Folge, wenn man andere Folgen kennt. Nirvana ist gut. Nicht Nirvana. Foo Fighters. Dave Grohl ist verdammt gut die Folge. Das ist Hot Ones. Und die Soßen kann man auch kaufen. Halt aus Amerika, die muss man importieren und für uns sind sie nochmal extra teurer, weil die nur in Amerika verkauft werden. Das ist ein bisschen kacke. Aber die machen inzwischen, sind ja halt so riesig, dass sie auch eigenen Soßen machen und auch exklusive Soßen, die, wo kein anderer, also es gibt so einen, der heißt, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Es gibt so einen verrückten Amerikaner, der züchtet diese krassen Ex, Pepper X heißt die. Die hat er gezüchtet und quasi dadurch erfunden und ihr den Namen gegeben, Pepper X. Und der züchtet die zum Beispiel auf seiner riesigen Anlage mit Kameras und alles, weil andere Soßenhersteller wollen diese Pepper X klauen, halt irgendwie rauskriegen. Nee, Pepper Klaus ist der Deutsche oder der Schwede, der halt die Soßen testet. Der, die tatsächlich herstellt, ist ein eigener verrückter Amerikaner in Texas irgendwo. Und die arbeiten mit dem zusammen und nur sie dürfen seine Pepper X hernehmen. Und das ist Weltrekord für die schärfste, nicht künstlich hergestellte Schärfe. Und ich weiß, Layla sagt wieder chemisch. Ja, ich meine künstlich hergestellte Schärfe. Es gibt ja Schärfe, die tatsächlich aus einer Frucht kommt oder aus einem Gemüse kommt. Aber ist Pepper Frucht? Nee, ist Gemüse, oder? Auf jeden Fall. Ja, es gibt halt chemische Schärfe, ist falsch. Ich weiß, künstliche Schärfe. Die Soße ist einfach nur the last dab, weil es die letzte ist von denen. Paprika ist biologisch gesehen eine Beere. Also eine Frucht. Also Paprika ist gleich Banane. Okay. Ich liebe die deutsche Küche, weil sie deftig ist.
Ich meine, so ein Braten, Schweinsbraten oder Zwiebelrostbraten oder Spanferkel oder auch ein Wiener Schnitzel oder halt Germknödel oder was nicht alles. Schon geil. Und ich vermisse das oft sehr. Aber das war's halt. Und Gebäck natürlich. Deutsche können sehr gut Gebäck und Kuchen. Und Brot natürlich. Und Biersorten. Aber es ist alles immer deftig. Und zwischendrin braucht man was Frisches. Oder was zumindest sich nicht so deftig anfühlt. Was sich nicht anfühlt wie 300 Gramm pures Fett. Sondern wie 300 Milliliter pures Öl. Irgendwann werde ich mal The Bomb probieren. Rosa die probiert, ich nicht. Bei einem Freund irgendwo, da war ich aber nicht dabei. Muss ich nicht probieren, ich kann es mir vorstellen, wie die schmeckt. So wurde doch vor 30, 40 Jahren gekocht, aber heute kaum noch. Heute wird das Zeug in Gewürzwraps quasi paniert oder Senf, Pfefferkruste und so weiter. Ja, alles Pfeffer und Salz, was du gerade gesagt hast. Nee, klar, die Küche allgemein ist inzwischen viel diverser geworden, viel mehr. Und auch die Lokale mit Fusions und was nicht alles. Und die krassen Burgerketten, die alle aus ihren Burgern riesige Experimente machen und dann 30 Euro dafür verlangen und mit Gold bestückt sind. Ist halt so teuer. Aber ich will dieses, wo ich den Begriff wieder vergessen habe. Was Marco ja empfohlen hat. Tabasco. Ja, Tabasco. Natürlich, Tabasco. Tetendoki oder so. Tetenbuki. Wir haben hier einen Burgerladen, der Fette Kuh heißt und die machen einfach Burger in Übergröße. Lecker. Ich bin auch aufgewachsen mit, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und bei meinem Vater hieß das, weiß noch nicht, was es zu essen gibt, aber ich schäle schon mal Kartoffeln. Nein, nicht Tandoori. Tetenbuki heißt es, glaube ich, wirklich. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Tetenbuki, koreanisches Gericht mit Reiskuchen. Ich bin bei 15.000. Eieiei. Jacke ist fast fertig. Teteuboki. Teteuboki. Genau. So irgendwie. Ich kenne das aber auch noch aus der Kindheit mit nur Pfeffer und Salz damals beim Grillen. Ist aber halt auch schon 25 Jahre her. Essen halt.
Tokboki. Echt einfach nur Tokboki? Tokboki? Nicht Titte. Titteboki. Tokboki. Okay. Hey Google. Gib mir ein Rezept für Tokboki. Talk Buddy. Okay, Google. Gib mir ein Rezept für Tteokbokki. Koreanisches Tteokbokki. Schau, das hat funktioniert. Kichererbs.se. Kichererb.se. Was SE? Hier bekommt man ja Hunger. Essen ist eines der wichtigsten Sachen im Leben. Halbe Food Wars Folge. Dazu müsste ich mich erstmal ausziehen. Resets sind aber auch nur 4 unlucky Spieler, die bei 3750 Resets sind, nicht mal Half-Odds also. Ja, ja. Hör auf, mein Google springt auch immer an. Ich weiß. Aber das sind Salz und Pfeffer. Ich habe auch, wenn ich gekocht habe, außer jetzt vielleicht dieses indische Gericht oder sowas, ich benutze eigentlich nie irgendwelche Gewürze. Gutes Fleisch braucht kein Gewürz. Das meiste Essen hat Geschmack von sich aus. Ich bin keiner, der jetzt irgendwelche krassen Gewürzmischungen irgendwo drauf schüttet. Aber Curry besteht halt nur aus Gewürzen. Okay, Google. Spiel Heino. Best Hits. Bitte melde dich bei YouTube an. Ich bin bei YouTube angemeldet. Egal. Akuma, du bist ein Darkrai. Ich war gestern beim Einkaufen und daneben ist so eine Kantine und ich hatte Hunger, bin da rein und ich hatte Bock auf eine ganz einfache Sausage Roll, was einfach nur eine fette Wurst ist im Teigmantel. Die sind aber hier immer sehr geil. Und dann habe ich keine gesehen und dann habe ich die hinter der Theke gefragt, ob sie Sausage Rolls haben. Und dann zeigt sie mir im Finger auf so 2 winzige kleine Würstchen und sagt, ja. Denke ich mir so, okay, das ist keine Sausage Roll, das ist eine Sausage. Und auch noch winzig. Also wenn ich die sehe, fühle ich mich gut so ungefähr. So klein waren die. Und dann habe ich aber gedacht, okay, sie sagt ja. Und ich habe definitiv Sausage Roll gesagt. Vielleicht nimmt die jetzt und packt sie noch ein in irgendeine Ding oder holt anderswo welche raus. Nee, dann nimmt die einfach 2 Würstchen da raus und tut die in eine Alufolie. Dann denke ich mir, okay, also hat sie keine Sausage Rolls. Aber okay, dann esse ich die 2 Würstchen. Dann sage ich, daneben lagen noch Chicken Wings. Dann habe ich gesagt, kann ich auch noch Chicken Wings bitte dazu haben? Und dann sagt die, nein. Und dann bin ich so, okay, dann war's das, danke. Und ich hatte so Hunger und hatte ich 2 kleine Würstchen. Warum hat die einfach nein gesagt? Can I please get some chicken wings as well? No. ich glaube, also die hat einen sehr harten Akzent. Ich glaube, sie hat verstanden,
Was für mich keinen Sinn macht, weil ich habe eindeutig auf die Chicken Wings gezeigt und gesagt, can I have also some Chicken Wings? Oder irgendwie so ähnlich habe ich es gesagt. Ich glaube, sie hat verstanden, ob denn die Sausages aus Chicken sind. Ob das quasi Chickenwürste sind. Und dann hat sie einfach Nein gesagt. Aber ich war komplett perplex, habe gesagt, okay, dann nicht. Ich war so, danach war ich so sauer, weil die am Kaffee-Ding hat auch alles falsch gemacht. War ich so, can I get a Mocha? Oder so, was ist denn das? Oder so, muss ich ihr Mocha erklären? Oder, ach, dann war der viel zu heiß. Ach Gott, First World Problems. Die war echt, die hatte null Bock auf ihren Job. Aber verständlich, manchmal. Das ist auch geil. Can I have some chicken wings? No. But they are right there. Nicht can I have, sondern I want the chicken wings. I want them. Ja, ich hätte einfach drauf bestehen können, natürlich. Die hätte, es war definitiv ein Missverständnis. Warum sollte sie mir nicht Chicken Wings verkaufen wollen, die da liegen und kalt werden? So wirst du nie eine, du nudeldicke Dirn. Genau. Mann, mein Traum ist doch nur, eine nudeldicke Dirn zu werden. Gimme dat. Warum hast du nicht gefragt, weil ich schüchtern bin und weil ich... Keine Ahnung. Wenn die Nein sagt, dann sage ich Nein. Dann ist es Nein. Vielleicht hat dir deine Kappe nicht gefallen. Ja, die mochte mich nicht. Das war sowieso schon. Ich stand da rum und dann hat sie mich gesehen, hat gefragt, was ich will. Was willst du hier? Und dann eigentlich habe ich schon gesehen, dass es einfach nichts gibt in dieser Kantine, was ich irgendwie jetzt gerade schnell essen kann, was geil ist. Ich hätte in dem Moment hätte ich Bock auf sowas typisch Deutsches gehabt. Eine Leberkäs-Semmel oder sowas. Leberkäs-Semmel. Also sowas gibt es hier natürlich nicht. Und dann habe ich halt gefragt, ob sie das hat, was normalerweise jeder Laden hier hat. Who's that Pokémon? Ein Brötchen mit Leberkäse also. Genau. Du Miesel, falsch. Warum Kantine? Kantine ist das falsche Wort, wie soll ich das denn sagen? Halt so ein Restaurant, wo du dich hinsetzen kannst und alles, aber da, wo du bestellst, ist quasi so eine Theke mit einer heißen, halt so riesigen Stahlschalen, wo halt da sind Fritz drin, Fritas, Patata de Fritas. Und beim nächsten sind, keine Ahnung, Chicken Wings drin, beim nächsten sind kleine Würstchen drin, beim nächsten sind Erbsen drin und so weiter. Imbiss, nee, halt so ein Lokal mit Kantine. Kantine, das ist eine Kantine, nur dass es halt keine Kantine ist, sondern aber es ist Kantinenessen. Das Lilane, nee. Dönerbude, nö. Da gab's halt nichts anderes. Ich holte immer nur meinen Kaffee, aber ich hatte Hunger. Wie beim Ikea. Genau, wie beim Ikea zum Beispiel. Was ist das beim Ikea? Eine Kantine. Bei Kantine denkt man immer an Arbeit gleichzeitig, aber es gibt halt auch Kantinen, die nicht mit Arbeit verbunden sind. Das ist ein Dummi Miesel, Mann. Was ist da denn los? Ups. Das war ein Dummi Miesel, sorry. Ich kann Who's That Pokémon nicht so gut machen bei Deoxys, weil das so schnell hier geht. Willst du nochmal eins hier? Das kann vieles sein. Vielleicht ein Pummeluff von oben. Aber Let's Gori hat's gemacht und Let's Gori hat gar nichts geschrieben. Let's Gori, du hast es doch, du willst es doch. Du wolltest es, du bekamst es. Und sagt es nichts. Was ist dieser Kreis? Voltonal.
Voltobal. Voltobal. Glück gehabt, Glück gehabt. Vierzehn, neun, sieben, zwei. Bam. Noch einmal. Easy. Was ist das, Leute? Was ist das? Was ist das? Ribka, Goldra, falsch. Shadrago, falsch. Despota, falsch. Scharfzahn. Die Leute erkennen es. Es ist Shiny Scharfax. Ihr habt alle nicht recht gehabt. Shiny Scharfax mit den blauen Ecken. Wenn Deoxys vor 15.000 kommt, verschenke ich 10 Subs. Hast du mich gehört, Deoxys? Das sind 50 Euro, Deoxys. Bist du so viel wert überhaupt? Och, Kratzerschwarf. Sein von diesen dummen Worten, die immer benutzt werden, für bayerisch, aber kein Schwein jemals sagen würde. Außer dieses Schweizerische, was irgendeine Schublade einfach nur ist. Küchischächle. Schuschischächle. Schuhkarton. Schuschischächle oder so. Ich hab das perfekt gesagt. Schuschischächle. 1, 4, 9, 8, 8. Schuschischächle. Ja. Och, Ketzerschwurf. Ja. Brautkleid bleibt Brautkleid und Brautkleid bleibt Brautkleid. Der lustige Wixi-Wixer wixt Whisky im Wixi-Wixer. Frischers Fritsch, frisch, frische Fische bei Frischers Fritsch, frisch, frischers Frische. Noch zweimal. Zehn Samen, zehn, zehn, zehn Zinderzucker zum Zoo. Das ist noch nicht mal, finde ich, glaube ich, ein Zungenbrecher. Ich sag's auch immer, zehn, zehn Zungen, zehn Zinderzucker zum Zoo. Aber es ist kein Zungenbrecher, weil es ist aber immer nur zu, 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 zu. Aber brr, 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 das ist schwer. Das war's. 15.000. Verflixt und zugenäht. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Das war eine 500-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Und derjenige wusste es nicht und ist rausgeflogen. Da wird doch der Hund A. im Ofen gebraten. B. in der Pfanne verrückt. C. im Pool ertränkt. Oder D. beim Shiny-Hunten erwischt. Da wird doch der Hund beim Shiny-Hunten erwischt. Nennst du mich jetzt Hund? Leo, du Hund!
Das Leben ist kein Pony-Schlecken. Shiny Dirks ist gelb. Eventuell ja. Wie kommst du darauf? Einfach 4 Shiny Dirks auf einmal. 8000 mal 8000 mal 8000 mal 8000. Was ist das? Hast du Haustiere? Quasi. Ich habe eine Bartagame und eine Kingsnake. Kettennatter. Wegen dem, du Hund. Nee. Ich hätte gern Katzen und Hunde, aber wir haben eine sehr kleine Wohnung und das wäre nicht sehr schön. Für beide Parteien. $4.500.000, nee, mehr, oder? 45 Millionen. 8.000 hoch 4 ist 45 Millionen, oder? 1, 2, 3, E sogar. Mit E, was? 64 Millionen. Was jetzt? 64 Millionen. Ja, 1 zu 64 Millionen, dass 4 gleichzeitig kommen. Ich habe schon oft gesehen, aber ich dachte immer, dass es hellgrün ist. Ich meine, wenn du das Blau und das Gelb kombinierst, bist du bei hellgrün. Aber ich würde eher sagen, dass es gelb ist. Eins zu vier. Okay, wie kommst du jetzt auf diese Zahl? Eins zu vier. Eins zu vier und einige Ziffern. Ich komme zu mir, drückt es nochmal weg. Nein, geht gar nicht. Mein Finger ist nicht auf der Taste. Mein Finger ist erst auf der Taste, wenn ich hingeguckt habe. Und wenn, dann habe ich wenigstens mal wieder einen guten Clip. Bei 15.100 kommt es. Du weißt, dass wenn du sowas sagst und es kommt nicht da, banne ich die Leute. Als Strafe. Weil du kannst ja nicht einfach eine Zahl sagen, ohne dass es dann kommt. Ich meine, welche Insider-Information hast du? 15.100, okay. Ich hoffe für dich, dass es kommt. Im Gegensatz dazu, was willst du, wenn es kommt? Als Belohnung? 2 Shinies wären schon 1 zu 67 Millionen. Echt? Wie rechnet man es denn dann? Weil rechnet man es nicht einfach 8000 mal 8000 mal 8000 mal 8000? Oder rechnet man 8000 mal 8000 hoch 4 mal 8000 hoch 3 mal 8000 hoch 2 mal 8000? Weil es immer eins weniger wird, was es sein könnte? Nee, das wäre zu krass. Also es ist unmöglich, aber Mathe? Bei 8000 mal 8000 bist du schon über 67 Millionen. 8k hoch 4. Okay. Wie nennt man diese Zahl? Wir sind bei 627 Millionen, 599 Milliarden, 503 Billionen, 4 Trillionen, sind es 4,5 Trillionen? Was, wenn du ein Shiny skippst? Dann bin ich traurig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. 16-stellige Zahlen, was ist das? 15 Nullen. 4 und 15 Nullen. Was ist das? Trillion, oder? Nee, jetzt wird ein Fail wehtun.
Vor allem würde ich ihn, glaube ich, nicht veröffentlichen, den Fail, außer ihr tut es. Weil es mir zu peinlich wäre, zuzugeben, dass ich nochmal ein Deoxys gefailt habe. Es geht in die Billionen. Okay, und was ist es wirklich? Du weißt, wir würden es tun. Ja, aber ihr habt alle kein Following. Und dann geht's viral. Trillionstel? Trillionstel? Ich höre nichts. Okay, also 4,5 Trillionstel. Das mag ich. Wir erfinden hier immer neue Wörter. Wie, was war das andere Wort? Das war so geil. Wie war das? Ich kann ja mal die Zahl eingeben und Google vorlesen lassen. Oder TTS. Wo ist mein TTS? Wo ist er? Billiarden, anscheinend. Achso, ja, Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden und dann wäre es Trillionen. Die Deutschen, die machen das anders wie die Englischen. Wie wär's auf Englisch? Wie ist auf Chinesisch? Dänisch? Du liest die Zahlen nur vor. Mats, du kannst es besser. Der liest die Zahlen nur, die Ziffern vor. Okay, Indisch. Indisch-Englisch. Hans ist als einziges. Hans ist der Einzige, der es drauf hat. Alter! Justin. Justine. Ach so, warte mal, ich muss die Punkte wegmachen. Vielleicht. Quadrillion. Welsh. Das war Walisisch. Russisch. Quattro Giliento, was was? Quattro Billiarde. Warum ist das lustig? Weil es so offensichtlich ist. Was ist 4 Billiarden? Quattro Billiarde. Die Lotte.
Yep, yep, yep. Nee, das Beste war immer noch. Isländisch? Nee, das Beste war. Chinesisch. Mach das mit 555 bei Italienisch. Das ist ein Rap, ey. Das ist auf Deutsch auch hart. 5555555555. Das ging schnell. Dass es auf Holländisch einfach 5-5 heißt, ist ja mal so gemein. Es ist so langweilig. 5. Was ist das schönste Shiny? Du natürlich. Die Shinies in Gen 3 sind frameabhängig, oder wie war das? Alles in Pokémon ist frameabhängig. In jedem Pokémon-Spiel ist alles frameabhängig. In Gen 3. Auch falsch. Nur in Gen Smaragd. In Gen Smaragd. Nur in Smaragd sind Frames vorbestimmt. Und du kriegst keine Random Frames. Deswegen spielen wir Feuerrot und Blattgrün, weil hier die Frames random sind. In Smaragd ist ein Bug, der dafür sorgt, dass Frames nicht random sind. Quanta Chinka, Quanta Chinka, Chinka. Wie damals in der Sendung mit der Maus, das war Finnisch. Ich wollte die immer gucken, die Sendung mit der Maus, aber die lief immer zu einer Uhrzeit, wo ich irgendwie nie Zeit hatte. Ich war ein viel beschäftigtes Kind. Also wovon hängt die ab? Und wie wird nochmal die Randomness berechnet? Mit Frames. Wie du gesagt hast, Shininess in Gen 3 ist frameabhängig und ich sag, jedes Spiel ist frameabhängig. Also so wird Randomness berechnet. Jeder Frame im Spiel, jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, also jetzt hier, jetzt wird das ganze Spiel ist jetzt durchprogrammiert. Also bei einem Frame erscheint ein Evoli mit der Fähigkeit das und das, mit dem Wesen, mit den IVs an dieser Stelle in diesem Gras. Bei Frame 2 erscheint ein Shiny Evoli auf der Route an dieser Stelle in diesem Graph mit diesen Stats. Bei Frame 3 erscheint, weißt du, das mit jedem Pokémon, mit jedem Frame, mit jeder Ort, mit jedem Pixel, in jedem Mini-Pixel, in jedem Ort, überall. Und hier gerade ist halt, keine Ahnung, wir haben Millionen von Frames vor uns und in einem Frame oder in zwei Frames oder halt in 1 zu 8000 Frames ist ein Shiny versteckt und wir müssen zufällig diesen einen Frame treffen. Das ist wirklich mit A drücken und den Frame treffen, den Shiny Frame treffen. Aber das ist in jedem Pokémon-Spiel so, bis heute. Aber hieß es nicht, dass sie anhand der ID und Secret ID jedes Mal neu berechnet? Wo jetzt? Ja, es wird jedes Mal neu berechnet, wenn ich das Spiel neu starte. Nur nicht in Smaragd. In Smaragd wird es einmal berechnet, wenn du das Spiel erstellst. Und dann ist für immer fix, wo was ist im Spiel. Kein Wunder, dass es so lange dauert, ein Shiny zu finden. Ja.
Wenn man sich einmal mit RNG-Manipulation beschäftigt, merkt man, wie unfassbar selten Shinies sind, weil man dann Bildliches vor sich hat. Nur dass halt beim richtigen Shiny-Hunten kein Bild vor sich hat, kein Code vor sich hat. Und dann merkt man erst recht, wie unfassbar gering die Wahrscheinlichkeit ist, diesen einen Frame zu treffen, der einfach in weniger als einem Fingerschnippen an dir vorbeidüst. Bei uns gab es immer genau um 12 Uhr Mittagessen und um 11.30 Uhr startet, glaube ich, die Sendung mit der Maus. Gibt's die heute denn immer noch? Heutzutage läuft die Sendung immer, wenn du schläfst, um 11.30 Uhr. Ja. Musst on demand schauen. Echt, lief die früher auch um 11.30 Uhr? Ja, welches Kind hat denn um 11.30 Uhr Zeit? Die sitzen in der Schule, im Kindergarten oder sonst wo. Wann? Oder liefen die nur samstags? Lief die jeden Tag? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die echt selten geguckt, weil irgendwie lief die nie. Es gab eine Zeit lang, wo ich als Kind irgendwie um 5 Uhr in der Früh aufgestanden bin, weil da die besten Zeichentrickserien auf, ich glaube, auf ARD liefen. Oder auf Kika. Sendung mit der Maus läuft immer sonntags. Echt nur sonntags? Warum hatte ich sonntags nie Zeit als Kind? Ich musste... Was musste ich machen? Müsli essen und Pfirsichsaft trinken. Daran erinnere ich mich. Das war meine Kindheit. Pfirsichsaft und Cornflakes essen. Wie fandest du die Tex Avery Show? Ich glaube, die habe ich angeguckt, ja. Wie ich sie fand, keine Ahnung. Gut. Wie alles damals, was im Fernsehen lief. Einfach, oh. Fernsehen. Wegen Herkules und Xena. Ja, das habe ich auch geguckt. Und so eine andere Show. Mit vier, ich glaube, es waren vier so mittelalterliche Krieger, die sich in irgendwas verwandeln konnten. Ich denke mir nur, müsstest du bei gleichen Inputs auf den beiden unteren Bildschirmen nicht gleichzeitig ein Shiny bekommen, da es sich um dieselbe ID und Secret ID handelt. Du hast einen Denkfehler, weil so wäre es, wenn wir, ich glaube, es wäre nicht mal so in Smaragd. Also hier ist es sowieso nicht so, weil jedes Mal, wenn wir das Spiel neu starten, wird komplett random entschieden, was wo ist. Klar spielt unsere Secret-ID und Game-ID immer eine Rolle, aber es wird trotzdem random entschieden, was passiert. Also nein. Wenn ich gleichzeitig auf allen Spielen A drücke, kommt nicht das gleiche Deoxys. Schon oft genug getestet, um sicherzugehen, dass die Deoxys immer unterschiedlich sind. Weil jedes Spiel ist anders. Ja, die Spielstellen sind kopiert, ich habe überall die gleiche ID. Aber, ja. Verstehe, schade. Warum schade? Das wäre sehr schlecht, wenn alle vier gleichzeitig wären, weil ich dann könnte ich auch nur auf einem Spiel spielen. Ich spiele ja auf vier Spielen gleichzeitig, weil alle vier unterschiedlich sind. Sonst müsste ich nicht auf vier gleichzeitig spielen. Sonst würde es keinen Vorteil haben. Aber auf Smaragd selber, glaube ich, wird, das weiß ich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass wenn ich vier Smaragd starte, komplett neue Spielstand mache und mir die gleiche Leo-ID gebe, ist trotzdem in allen vier die Secret-ID unterschiedlich, weil der Name ist ja nur ein Teil. Aber selbst wenn ich viermal den gleichen Spielstand habe, okay, wenn ich mir viermal den gleichen Spielstand kopiere, dann habe ich überall die gleichen Frames natürlich. Aber wenn ich überall das Spiel neu starte, komplett einen neuen Spielstand mache, mir die gleiche OT gebe und zufällig auch die gleiche Secret-ID kriege in allen vier Spielen, glaube ich trotzdem, dass also diese Zahlen werden dafür benutzt, um... Wobei, nee, du hast recht. Wenn das hier Smaragd wäre... Und ich würde mir die gleiche OT geben,
und ich würde jeden Spielstand vervierfachen, dann hätten wir die exakt gleichen Shiny Frames viermal hier vor uns die ganze Zeit. Ja. Aber dafür müsstest du einen Smaragd-Spielstand machen und den vervierfachen. Sobald du viermal Smaragd selber neu anfängst und dir die OT Leo gibst, hast du trotzdem vier verschiedene Spielstände. Ich hätte dann alle vier auf einmal. Ja, ich würde halt mit einem Spiel suchen, aber ich hätte vier gleichzeitig, wenn jeder Control-Input tatsächlich so exakt ist, dass ich einen Frame treffe, den gleichen Frame treffe. Aber ich glaube, so exakt ist dieser A-Knopf hier auch nicht. Natürlich kennen wir Pinky and the Brain. Das ist großartig. Oder wie hieß der? Zeppesoid? Und diese drei schwarz-weißen Tierchen, wie hießen die nochmal? Zeppesoid, glaube ich, hieß der eine. Und der war, das war eh alles das gleiche Universum. Pinky in the Brain, Zeppesoid, es war doch Warner Brothers einfach. Animaniacs, genau. Narf. Animaniacs. Das war noch gutes Fernsehen. Boah, das musst du unbedingt streamen. Würde ich zu gern sehen, wie du vier Deoxys gleichzeitig encounterst. Nein, das will ich nicht streamen, weil wie gesagt, das macht keinen Sinn. Das ist komplett unnötig. Vor allem habe ich dann vier exakt gleiche Deoxys. Also die sind, das sind Klone voneinander quasi. Nicht wirklich Klone? Ja doch, eigentlich sind es Klone, weil ob ich jetzt ein Deoxys fange und es vervierfache oder ob ich den gleichen Spielstand habe und vervierfache, kommt das gleiche raus. Ich habe vier Klone dann. Oder drei Klone. Freakazoid. Was habe ich gesagt? Zeppesoid. Freakazoid. Morgens gab es immer Schlümpfe. Ja, das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Ich gucke Schlümpfe im Schlafzimmer von meinen Eltern am großen Röhrenfernseher. Und auf einmal kommt meine Mutter rein und sagt, heute gehen wir in den Kindergarten. Das war mein erster Kindergartentag. Das war meine erste Erinnerung, die ich ever hatte. Wie ich Schlümpfe gucke und meine Mutter reinkommt und sagt, wir gehen jetzt in den Kindergarten. Mein erster Kindergartentag. Hey, Little Sheep, bye. 1100 hast du gesagt. 15.100. Falsch. Eieiei, will noch jemand einen Guess abgeben, wann das Shiny kommt? Wenn ich dann ein Shiny habe, habe ich vier gleichzeitig. Ja, und? Das ist nicht der Sinn von der Sache. Der Sinn von der Sache ist, ein Shiny viermal so schnell zu finden und nicht vier Shinies gleich langsam. Vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle vier gleichzeitig kriege, ist immer noch gering, weil ich nicht den gleichen Frame treffe. Ihr seht doch, wie die Spiele unterschiedlich schnell laden. Jetzt ist gerade perfekt, glaube ich. Kaspar, der freundliche Geist. Dummer deutscher Titel. Aber du meinst den Film, oder? Mit Christina Ricci und Bill... Ah, großartiger Schauspieler. Bill... Der Film. Der Film ist... Ich war damals süchtig nach dem Film. Jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule, habe ich erstmal Kaspar angeschaut. Und ich weiß noch, ich habe sau oft, dann gab es da wieder so eine Kooperation mit Frosties und sowas. Dann habe ich ganz viele... Und da gab es dann Sticker geleuchtet haben von den Geistern. Ich habe so viele Packungen immer wieder gekauft, bis ich endlich alle Sticker hatte, glaube ich. Und Kaspar hat auch das beste Zitat ever. Was halt einfach so stimmt und so echt ist. Christina Ricci fragt Kaspar, wie ist es zu sterben? Und dann sagt Kaspar, genauso wie geboren zu werden. Nur rückwärts. Das Brain, mein kleines Kind-Brain ist explodiert. Und ich so, ja, Mann. Ja, Mann, Kaspar, ja, Mann. Das stimmt halt, das ist die beste Antwort. Das ist die beste Antwort. Bill Pullman, großartig. Das ist die einzige richtige Antwort, die man geben kann.
Schaust du heute ab und zu noch alte Serien und Filme aus der Kindheit? Nö, ist Kinderkacke. nee, mach ich nicht. Ich schaue allgemein Sachen nicht, die ich kenne. Ich gucke meistens, ich versuche so viele neue Sachen zu sehen, wie nur geht. Ich habe kein Problem damit, alte Sachen anzuschauen, wenn ich sie noch nicht kenne. Aber ich würde jetzt nicht... ich würde jetzt nichts anschauen, was ich schon kenne. Little Sheep ist wahrscheinlich gar nicht mehr da. Little Sheep hat gar nicht mitgekriegt. Wie knallhart wir waren. Hallo Rocks on Fire. Der Film kam einen Tag vor meinem Geburtstag raus. Ich war, als der rauskam, gerade ein Jahr alt. Casper. Ich glaube, ich habe den im Kino gesehen. Wann kam der raus? In der DDR war ich ab ein paar Monaten in der Kinderkrippe, dann Kindergarten. Ich glaube, ich war nicht in der Krippe. Bin ein stiller Zuschauer, wollte mich für deine Streams und Videos auf YouTube bedanken. Ich gesse, dass ein Shiny bei 15.320 kommt. Hallo La Fabio. Dankeschön fürs Zuschauen. Woher hast du diese Insider-Information? Wenn es jetzt bei 15.320 nicht kommt, dann hast du mich umsonst aufgehypt. Kennst du den Film L.A. Crash? Ja, natürlich. Ich kenne auch den Film Crash. Nur Crash von... Ist der von Ding oder von Ding? Nee, der ist von Cronenberg, oder? Nee, Cronenberg macht nur Body Horror. Von wem ist nur Crash? Übrigens steht die Musik auch über mir, ne? Ihr müsst nicht Song machen. Auf jeden Fall, L.A. Crash ist großartig, ja. Das ist so wie Magnolia, so ein Film wie Magnolia. Magnolia ist auch geil, aber L.A. Crash ist cooler. Und... Aber oft verwechselt man den Film miteinander wegen dem gleichen Titel. Ich denke, der Film heißt L.A. Crash, weil es Crash davor schon gab. Nur Crash, der Film, der ist krank. Den kann man nicht wirklich empfehlen, den Film, weil er einfach nur krank ist. Aber es ist trotzdem ein Film, der in die Geschichte eingegangen ist. Wegen seiner Tütüt. Crash. Crash ist ein Film, der darum geht, dass Leute... Eine Gruppe von Leuten haben einen Fetisch und dieser Fetisch sind Autounfälle. Und die lösen dann, also die machen dann, versuchen dann also absichtlich in Verkehrsunfälle verwickelt zu werden oder welche zu machen, um ihren Fetisch auszuüben. Verrückter Film. Crash. Schaut ihn nicht an. Hast du Meinung zur Serie Lost? Erste Staffel gesehen, crazy, verrückt. Dann wurde es im Fernsehen, also es war auf ProSieben halt, wurde es immer verrückter, kein Interesse mehr gehabt und nie groß weitergeguckt. Aber ich weiß, dass Lost bei vielen Fans, also viele lieben es, viele finden es dumm. Ich dachte, du hast Shiny Deoxys. Ich habe 2 Shiny Deoxys, wir brauchen aber 4 Shiny Deoxys. Du kannst das nicht lesen? Ich hoffe, weil du auf einen kleinen Bildschirm guckst. Ansonsten nicht, weil die Streamqualität schlecht ist, oder? Es gibt schon Leute mit komischen Fetisch. Es gibt jeden Fetisch. Irgendeiner von euch mag es bestimmt, sich einmal im Monat in Erdbeermarmelade einzureiben. Gibt es zu. Wer ist es? Aber bei Domian bitte anrufen. Ich sitze am PC und kann es gut lesen. Okay, gut. Bisher noch nicht, aber klingt ganz geil. Wie nur einmal im Monat? Think of the smell, people! Think of the smell! Always sunny in Philadelphia? Anyone? Nein? Okay. Hast du nicht das eine resettet? Ja.
Trotzdem habe ich zwei. Zum zweiten Mal Outcall heute. Oh mein Gott, nicht nur das. Ja, ich verstehe es, wenn man bei der Telekom arbeitet, dann muss man auch. Naja, das ist ein guter Ausgleich. Der Marmeladen-Dienstag. Der Marmeladen-Mittwoch. Schlagrahmen. Think of the smell. Es wird immer schlimmer, der Geruch. That's how you get ants. Therapy Gecko, stimmt. Jetzt ist es Therapy Gecko. Aber wo sollen denn die Deutschen anrufen? Hallo Eidechse. Ich habe ein Problem. Überall in jeder Ecke in meiner Wohnung findet sich Erdbeermarmelade. Ich krieg sie nicht mehr raus. Schokopudding. Uff. Was passiert mit den Pokémon in Home, wenn Mitgliedschaft aufhört? Die werden dann automatisch auf alle Konten verteilt, die Pokémon Home hat. Deswegen kriegt man manchmal im Wundertausch in Pokémon Home random Pokémon. Das ist der tatsächliche Herkunft von Wundertausch-Pokémon. All die Accounts, die ihr Abo verändert haben, also geendet haben. Das könnte ich dir sagen, wäre aber eine Lüge. Die Wahrheit ist, und das haben wir nachgeforscht, jemand von euch hat den Pokémon Home Dienst angeschrieben. In Wirklichkeit wird dein Pokémon Home Account für immer gesichert. Es gibt keine zeitliche Grenze anscheinend. Und wenn du dich dazu entscheidest, wieder dafür zu zahlen, kriegst du wieder Zugriff auf deine Pokémon. Aber sie werden nicht gelöscht. Was ich immer noch nicht glauben kann. Aber solange es Pokémon Home gibt, gibt es deine Pokémon auf dem Server. Selbst wenn du nicht dafür zahlst. Therapy Phlegmon. Therapy Gekabor. Jede Generation wird eigenständig gerechnet. Jede Version wird eigenständig gerechnet. Es geht halt nur viermal so schnell. Leute, wir haben 1 zu 8000. Nur wir resetten die 1 zu 8000 viermal schneller, als wenn wir es nur mit einem Spiel machen würden. Oder ihr sagt meinetwegen, es ist nicht 1 zu 8000, sondern 1 zu 2000. Aber korrekt wäre zu sagen, 1 zu 8000 viermal so schnell. Auch nach 30 Jahren. Ja, nur wahrscheinlich wird Pokémon Home in 15 Jahren zugemacht, weil es einen neuen Service gibt. Aber laut Pokémon selber werden die für immer auf dem Server gespeichert. Schau, Vision hat seit 4 Jahren kein Abo und es sind immer noch alle Monster. Und wir glauben Vision. Warum sollten wir Vision 3D nicht glauben? Wenn ihr mir nicht glaubt oder der Person, die Pokémon Home angeschrieben hat oder den AGBs von Pokémon Home nicht glaubt, dann glaubt wenigstens X-Vision 3D. Warum willst du Shiny Deoxys, wenn du schon 2 hast? Weil es 4 verschiedene Deoxys gibt. Normal, Speed, Angriff und Verteidigung. Erstmal zur Sicherheit die ganzen Pokémon aus Home ausdrucken und im Ordner abheften, damit sie keinen da wegnehmen kann. Da habe ich letztens so ein gutes TikTok dazu gesehen. Das muss ich euch jetzt zeigen, weil wenn ich es erzähle, ist es nicht lustig. Und wahrscheinlich ist es auch so nicht lustig. Non-Subs glaube ich gar nichts. Ja. Es geht sehr schnell, ihr müsst aufpassen. Aber ich finde es nicht.
Ah, doch hier. Anstelle, dass ihr eure Pokémon einfach auf Pokémon Home macht, könnt ihr auch einfach das hier machen. Ich finde das so gut. Kennt ihr das? Das triggert meine Kindheit. Das triggert meine Kindheit so sehr. Wir haben als Kinder das so viel gemacht. Oh, guck mal, du kannst eine 50 Cent Pfennig, 50 Pfennigmünze nehmen. Und dann kannst du das so abpausen, dass du das Ding hast. Ich finde, das triggert so geil meine Kindheit. Ich finde das so sackenlustig. Also ihr nehmt einfach eure Switch und einen Bleistift und dann geht ihr über eure Switch so drüber und dann habt ihr eure Pokémon. Oh, ja. Yeah. Das ist Comedy. Das sind die zwei TikToks am Tag, die man sieht und für die es sich lohnt, 5 Stunden lang TikTok zu scrollen. Für diese zwei tatsächlich lustigen TikToks. Und das auf dem Diddle-Blog, genau. Hallo Dämnis. Ja, ne, Special Deoxys fehlt noch. Die Zwillinge. Vielleicht ist das einfach dann so ein Verteidigung und Angriff Deoxys, aber einfach gespiegelt stehen die da. He's special. Who is that Pokémon? Easy. Vision 3D. Sag deine Vision, was das ist. Wir brauchen einen Namen. Ihr könnt jetzt nicht mit Beschreibungen kommen. Tortunator. Auf jeden Fall. Bisaknosp. Bestimmt. Aber was sagt Vision? Vision. Lass sie nicht von diesen ganzen falschen Antworten im Chat irritieren. Ist das extra verpixelt? Nee. Wie? Natürlich. Ja. Nee. Du solltest einen neuen Bildschirm kaufen. Upgrade mal auf wenigstens HD Ready. Oder schaust den Stream auf deinem DS. Mit 240p. Vision! Mann, ich hab dich so gelobt. Und jetzt bist du so ruhig und still. Vision. Hat's nicht geschafft. Wir haben ihn an TikTok erinnert und jetzt ist er gefangen in TikTok. Das ist natürlich ein Shiny Voluminous. Okay, ihr hattet recht. Das Rufen des Namens gibt mir alte Lehrer-Flashbacks. Hat dich dein Lehrer Swieske genannt? Warum nur 4 Games zeitgleich neu starten und nicht 8 oder 16? Weil ich nicht so viel Platz auf meinem Schreibtisch habe für noch mehr. Feluminas. Was ist dein höchster Full-Odd-Shiny-Encounter, das du jemals bekommen hast? Full-Odds. Der hier. Mein höchstes davor war Arctos mit 10.000. Und hier sind es jetzt 15.000. Ist halt nur schwer jetzt so zu relativieren, weil ich natürlich 4 mal gleichzeitig suche. Wenn du willst, teilst es durch 4, dann ist es nicht mein höchstes, aber streng genommen ist es mein höchstes ever. Ich war noch nie bei 15.000. Aber allein 10.000 bei Arctos hat 200 Stunden gedauert. Und diese 15.000 kann man sich ausrechnen. Ich brauche für 4 Resets brauche ich zwischen 20 und 30 Sekunden. Also die Zahl mal 30 Sekunden. Die Zahl geteilt durch 4 mal 30 Sekunden ist, wie viel Zeit das schon gedauert hat. Und das ist nur das dritte Deoxys. Davor hatte ich 9.800
Und das zweite kam bei 4000. Das musst du noch draufrechnen, wenn du insgesamt. Beim kürzesten war ich dabei. Moment. Moment, bei welchem warst du dabei? Bei meinem kürzesten war keiner dabei. Das war... Dingens. Fionn aus dem vierten Ei. Na, Ho... Achso, Ho-Oh, 17. Okay. Full Odds. Das schnellste war Ho-Oh. Jupp, 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 jupp. Wie viele Orks hast du bisher? 2. Hallo, Captain Krawall. Wenn ich deinen Encounter so sehe, wird mir ja richtig schwindlig. Alter, so schlimm ist es nicht. Ihr seht, wie schnell das geht. Wir haben heute bei 14.444 angefangen, glaube ich. Wir sind bei 15. Wir sind fast 1000 haben wir wieder gemacht heute. Vision. Komm, Vision, dann kriegst du noch mal eins. Vision, was ist das? Easy. Was ist das? Ich glaube, ich weiß es. Nee, aber... Ah, doch. Ach so, ich habe es anders gesehen. Ich habe es als Flügel gesehen. Aber es sind keine Flügel. Es sind keine Flügel. Das ist deine Mutter. Ich weiß. ...15.000 seid echt noch im Rahmen. Sagst du. Das ist ein guter Evolit-Träger. Oha. Der Kämpfer. Aber Vision sagt wieder nichts. Vision, aufstehen. Sonst setzen 6. Der Fisch aus Gen 4. Nein. Zubat. Vision. Nochmal. Du darfst nochmal. Vision, du darfst nochmal. Es hat keine Flügel. Das ist der beste Tipp. Ich drücke jetzt A. Und wenn dann da ein Shiny Deoxys steht, gibt's Stress. Das ist natürlich. Polygon Hwei. Kein Shiny. Und Maurediven will die 1, 2, 3 und 1, 4, 1 sehen. Was auch immer das ist. 1, 2, 3 könnte man sich merken. Was ist das? Zamazenta. Oh. Das ist interessant. Das ist keine cool. Kabutops ist in Shiny grün. 1, 2, 3 ist also... 1, 2, 3, 1, 4, 1. Sind die so weit auseinander? Sichler und Kabutops sind so weit auseinander? Ach ja, Kabutops und Ammonitas sind so nah beieinander. Sichler kommt zuerst, oder? Ja, Sichler kommt zuerst. Das heißt, es ist 1, 2, 3 ist Sichler. Das kann man sich merken. Sichlops. Kabulor. Kabulor. Sichtops. Obito. Obito. Kyurem. Saki. Genesekt. Was sind das für krasse Mons hier? Was soll das? So. 15. Komm, wir gehen auf 15, 5, 5, 4 wahrscheinlich. Oder 5-2. Nee, jetzt 5-2 geht. Wir gehen auf 15, 5, 5, 0. Ist eigentlich noch besser.
beeil mich. Ich habe nämlich schon Hunger. Und dann muss ich Gen 5 Video mal richtig krass anfangen heute zu machen. Ich mache heute die ersten 10 Minuten vom Gen 5 Video fertig. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Faulenzer. Gemäß Fabito kommt es bei 15.320. Yep. Wir schauen mal. Oh, jemand hat mir einen Sub geschenkt. Vielen Dank. Das war wahrscheinlich Steffo. Halbe Stunde weg und immer noch kein Shiny. Ist ja unfassbar. Was glaubst du, wann kommt das Gen 5 Video raus? In 2 Wochen. Fabio, das war meine Ehre. Danke, dass du kurz geschrieben hast. Danke für die Unterstützung. Knallhart! Aber Little Sheep hat's auch überlebt. Auch Fabio wird's überleben. Es sticht nur ganz kurz, es prickelt ein bisschen. Habe ich gehört. Ich wurde noch nie gebannt. Deswegen schreibe ich auch nie bei Happens in den Chat, weil ich genau weiß, dass er mich gleich bannt. Ich schlänge mich durch. Durchs System. Oh, ich habe am Freitag meine Steuererklärung endlich angefangen. Meine ganzen Einnahmen zusammengezählt. War dann traurig natürlich. Und hinterfrage meine komplette Existenz und warum mache ich das überhaupt alles. Aber noch viel schlimmer, ich habe festgestellt, dass Twitch mir Geld schuldet. Twitch schuldet mir Geld. Vielleicht sogar noch mehr, was ich nicht ausrechnen kann oder nicht feststellen kann. Aber das möchte ich denen jetzt nicht vorwerfen. Aber sie schulden mir tatsächlich Geld. 125 Euro. Denn ich habe letztes Jahr bei der TwitchCon präsentiert, beim Panel, wie viele von euch zugeguckt haben und mich angejubelt haben. Leo, ich will ein Kind von dir. Wo ich unser Shiny Ho-Oh auch erwähnt habe, natürlich. Vor 10.000 von Leuten. Und dafür, dass man bei der TwitchCon auftritt, kriegt man das. Eigentlich sollte man noch viel mehr kriegen. Eigentlich sollte man das Hotel bezahlt kriegen und die Reise dahin bezahlt kriegen, um ehrlich zu sein. Aber das Fass wollte ich nicht aufmachen. Aber was man kriegt, ist das Ticket zurückerstattet. Und ich habe nur eine E-Mail gekriegt von wegen, sie haben eingeleitet, mir das Ticket zurückzuerstatten. Das war in Paris. Und natürlich habe ich mir dann so, als ich jetzt mein ganzes Konto durchgegangen bin, geguckt habe, Einnahmen, Ausgaben, alles, in einer riesigen Excel-Tabelle, ist mir direkt diese 100 minus 125 Euro aufgefallen. TwitchCon Paris-Ticket. Da denke ich mir so, Moment mal, das muss ich zurückgekriegt haben. Alles durchgeguckt, alle Konten durchgeguckt, nirgends. Ich meine, es ist ein bisschen kacke, dass mir das jetzt erst auffällt, ein Jahr später. Aber wann soll es mir denn sonst auffallen? Erst wenn ich die ganzen Finanzen checke. Naja, direkt E-Mail geschrieben, direkt Ticket geschrieben, bin mir mal gespannt, wie lange das dauert. Wahrscheinlich sagen die jetzt, oh, Fiscal Year ist vorbei. Ist mir kackegal. Und wenn die Zahnfee hier reinkommt und mir 12.500 Bits spendet. Was war das für ein Panel? Ich und andere haben über Speedrunning geredet.
Und ich habe im Spezifischen über Challenge Runs geredet. Challenge Runs. Challenge Runs. Kurz Shiny Hunting. Wie bei Nestflo auch, hab extra den Schlipper geworfen. Ja. Wann hast du für Nestflo den Schlipper geworfen? Ich habe auch eine Rückzahlung bekommen. Von wem? Von Twitch? Hast du meine 125 Euro bekommen? Ich habe mich bereits in die Ecke gestellt und schäme mich. Gut. Für dich bei seinem Kuss? Achso. Ja. Den habe ich gekriegt. Hättest du aber vorher waschen können, aber ist okay. Irgendwann wird es kommen und wenn es kommt, dann bin ich dabei, egal wann. Selbst wenn ich nicht streame. Nice, das ist creepy. Oder ich kriege ein Ticket für dieses Jahr geschickt. Wenn ich da hingehe, dann wird das sehr spontan. Ich glaube aber eher nicht, dass ich hingehe. Ich werde kurz davor checken, wie es wäre, was ich alles machen müsste, um hinzukommen. Und dann entscheide ich. Was dann ist, wenn es das 15.504. ist, dann kriegen wir das beim nächsten Mal. Gehst du generell gern auf Conventions oder Messen und Events? Ja, das Problem ist halt, ich bin hier auf einer Insel gefangen und es ist immer sehr kostspielig und zeitaufwendig, hier runterzukommen. Ich kann nicht mal eben 3 Stunden nach Köln fahren, sondern ich muss 3 Stunden nach Köln fliegen und hunderte von Euro für ein Flugticket ausgeben. Und schlafen und wo auch immer und so. Aber wenn ich nicht auf die TwitchCon gehe, dann wird vielleicht dieses Jahr endlich mal was mit der Gamescom. Ich würde, wenn ich in Deutschland leben würde, ich würde einfach schnell zur Gamescom hochfahren, zu der Convention hochfahren und einfach Leute treffen sofort. Aber so ist es halt immer verbunden mit krassen Kosten. Selbst wenn du keinen Privatjet hast. Genau, ein Privatjet wäre um einiges günstiger als ein Flugticket mit Aer Lingus. Der Taylor Swift Lifestyle würde dir stehen. Mein Vorbild. Swifty. Get Swifty, everybody. So oft wie Rosa fliegt, lohnt sich Private Jet eigentlich wahrscheinlich. Mhm. Jetzt fliegt sie ganze 2 Monate nicht mehr. Lohnt sich schon nicht. Kauf dir einfach Irland und mach alle Flüge für dich kostenlos. Okay. Wie kommt ihr nach Italien? Da geh nur ich hin, da geht sie nicht hin. Ich gehe mit Schulfreunden. Alten Schulfreunden. Vor über 10 Jahren waren wir da schon. Und da gehen wir jetzt wieder hin. Die Toskana. Ich weiß, wir sind, glaube ich, wie viele Leute sind wir? 8 oder 9 oder 10? Welche Leute würdest du gerne mal im Real Life auf Cons und so treffen? Andere Streamer oder vielleicht sogar Leute, von denen du selbst Fan bist? Das ist so ein Thema, über das ich oft nachdenke, weil ich da so ein großes Problem mit habe. Kannst du Italienisch? Nein. So viel wie jeder Deutsch Italienisch kann. Una grappa per favore. Und ich habe schon auf beiden TwitchCons viele Streamer getroffen, die ich verehre und mit denen ich Bilder gemacht habe und sowas. Es sind aber wahrscheinlich nicht welche, die ihr kennt. Es sind so Speedrunner und amerikanische Streamer. So, ich habe PayMoneyWabi getroffen, ich habe Simply getroffen, ich habe S-Fan getroffen. Was heißt getroffen, klingt zu viel, ne? Gesagt, hey, können wir ein Bild machen? Ja, Clip, okay, danke, tschüss, ich mag dich. Ja.
Und ich bin irgendwie froh, dass ich mich da in dem Moment getraut habe oder von Dito geschubst wurde. Aber gleichzeitig ist es auch jedes Mal, wenn ich jetzt in dem Stream von denen bin und zugucke als stiller Lurker, bin ich so, oh Mann, hoffentlich erinnert er sich nicht an unsere peinliche Begegnung, was er nicht tut. Es ist irgendwie so ein seltsames Gefühl, die Person, die man anschaut, getroffen zu haben. Ich finde es super seltsam. Irgendwie will ich nicht mehr zu Vorbildern hingehen, um einfach ein Bild zu machen. Was ich mir eher vorstellen kann, ja, kenne ich, was ich mir eher vorstellen kann, dass ich tatsächlich mir Autogramme geben lasse. Das finde ich irgendwie cooler. Und habe ich tatsächlich was Physisches mit dem Namen drauf. Viele machen das halt mit ihrem Badge, dass der am Ende der Con voll geschrieben ist mit Unterschriften und sowas. Weil wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, cringe ich immer zu Tode. Weil ich mich daran erinnere, wie ich Pay Money Wubby die Hand gegeben habe, aber er mich high-pfeifen wollte und dann ist sowas entstanden. Ich cringe mich zu Tode jedes Mal, wenn ich seinen Stream jetzt anschaue, weil ich an nichts anderes denken kann. Wie ist es dann wiederum, Vorbild zu sein? Ich hoffe, ich bin kein... Was? Keine Ahnung. Auf meiner ersten TwitchCon haben mich vielleicht eins, zwei... Ich erinnere mich noch an alle. Das erste war eine Gruppe von so 5 Leuten, die mit mir ein Bild machen wollten, alle zusammen, so eine Freundesgruppe. Dann war es einer bei der Artstraße. Dann war es jemand mitten im Zentrum von der Veranstaltung, im Disco-Bereich. Der hat einen Iro. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Also ich glaube, hier, also in die Gruppe als eine Person zählt. War bei der ersten TwitchCon sind, glaube ich, 5 Leute auf mich zugekommen, haben um ein Bild gefragt. Bei der zweiten TwitchCon niemand, weil ich da nicht mehr diesen Twitch-Content gemacht habe, sondern nur noch Pokémon. Aber da ist trotzdem jemand hergekommen. Und hat mir kurz auf die Schulter getippt und gesagt, danke für deine Videos, die haben mir sehr geholfen. Und ist weitergegangen. Nur so ganz kurz, ganz schnell. Ist ein seltsames Gefühl. Ist auch kein Gefühl, was ich unbedingt mag. Also, ne. Ich will allgemein nicht groß herausstechen. Und mich hast du umarmt wie einen Sohn. Ja. Ich habe mal Moneyboy im Kaufland getroffen. 5 Meter groß, der Typ. Ist der wirklich groß? Mit dem Spruch, hey Leon, wirklich, der sieht so viel größer aus. Das war eine Mutter. Also es haben ein paar gesagt, aber vor allem eine, wo ich mich dann erinnere, war das eine Mutter von einer anderen Streamerin. Die Streamerin habe ich da auch zum ersten Mal kennengelernt. Also wir kannten uns halt über Stream, aber so halt face-to-face. Und dann kam aber auf einmal ihre Mutter an, die auch irgendwie auf dieser TwitchCon war und hat gesagt, oh, du bist auch der Leo. Ich hätte dich viel kleiner geschätzt, du bist voll groß. Ich so, what the fuck, okay. Sind die 3 Pokémon-Spiele dieselben Spielstände? Yep. Die japanischen. Moneyboy ist wirklich groß. Aber vergesst nicht, wenn ihr morgens in den Spiegel schaut, den Swag aufzudrehen. Was übrigens einfach deutsch übersetzt ist. Das ganze Lied ist doch ins Deutsche übersetzt von... Wer hat das denn gesungen? Wer ist der Typ mit Apple Bottom Jeans? Wie heißt der? Apple Bottom Jeans, fruits with the boots with the fur. The whole club is looking at her. Wie heißt der? Soulja Boy, genau. Dieses eine Moneyboy-Lied, mit dem der so durch die Decke ging. Flowrider ist wieder was anderes.
Aber Soulja Boy. Nee, Soulja. Nee, Flowrider. Nee, Soulja Boy. Nee. Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Ich meine, low, low. Nee, es ist Flowrider. Soulja Boy ist Crank Dad. And then the floor. That, nee, Smack Dad. Nee, das ist Usher. Warte mal. Moment, ist es jetzt Soulja Boy? Soulja Boy. Der hat auch mal gestreamt, Soulja Boy. Soulja Boy ist Crank Dad. Das ist Soulja Boy. Du hast recht, Flowrider ist es. Flowrider ist Low. Flowrider. Das ist einfach. Das hat einfach Moneyboy übersetzt und schlecht vor sich hingerappt. Oder? Nee, nicht das. Nee, ein anderes Lied von Soulja. Ich meinte Soulja Boy, aber es ist es nicht. Ein anderes Lied von Soulja Boy hat er genommen und übersetzt. So. Glaube ich. Vermute ich. Höchstwahrscheinlich. Kann die erste Strophe von Dreh den Swag auf noch auswendig? Ich meine, da kannst du stolz drauf sein. Alles Namen, die ich noch nie gehört habe. Du stehst dir auch bei Powerwolf in der ersten Reihe. Was passiert eher, dass du deine Steuererklärung abgibst oder dass Shiny Deoxys auftaucht? Ich kann meine Steuererklärung noch nicht abgeben, weil ich noch auf Informationen warte von Dritten und die kann ich nicht kontrollieren, wie schnell die kommen. Deswegen natürlich wird zuerst Shiny Deoxys kommen. Wann musst du sie abgeben? In Irland ist es, glaube ich, Anfang Oktober. Aber ja, ich habe niemanden wirklich deswegen, den ich irgendwo auf einer Convention unbedingt so vorbildmäßig mal treffen möchte. Vor allem, wenn es jetzt Gamescom oder sowas ist, dann sind da sind eh nur deutsche Creator und da habe ich keine. Also es gibt Leute, die ich gern kenne, also gerne halt mal face to face sehen würde, die ich halt sowieso schon kenne. Aber es gibt jetzt niemanden, es gibt jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, Annie the Duck, bitte unterschreib mein Stift. Und es ist Ende März. Nächstes Jahr. In Deutschland ist Ende März nicht Steuerabgabe. Das ist auch irgendwie Oktober oder September. Und wenn du einen Steuerberater hast, ist es noch 5 Monate später oder sowas. In der Schweiz? Achso. Okay, das weiß ich nicht. Was passiert zuerst, dass Shiny Deoxys auftaucht oder das nächste Mal, dass du draußen mit einer fremden Person redest? Ich werde morgen mit einer fremden Person reden. Wenn ich irgendwo einen Kaffee mir hole. Wie stehst du zu Pokémon Rogue? Hast du es bereits gespielt? Ich bin kein Competitive Mensch. Ich kämpfe nicht gerne. Deswegen ist Rogue nichts für mich. Ich glaube, das kommt auch im Alter, dass man immer weniger Leute bewundert und wenn, dann eher Leute, die man kennt. Ja, nee, bei mir ist das, ich bin wirklich leider so ein Parasocial Andy, dass wenn da auf einmal NMP oder Miskiff oder Soda Pop entsteht, dann würde ich mich nicht trauen, die anzusprechen, weil ich die so krass als Superstars sehe.
So wie bei Pay Money Wabi, da musste mich Dito wirklich schubsen, zerren. Ich bin dreimal weggegangen, er hat mich immer wieder zurückgezogen. Und Seth Everman war das Gleiche, da auch. Da bin ich auch nur hin, weil Dito hingegangen ist. Bei Lilly, bei Shy Lilly habe ich mich zum Beispiel nicht getraut, da ist nur Dito hingegangen. Hast du ein Autogramm? Was meinst du? Ich habe eine Unterschrift. Was meinst du? Deswegen bei mir ist es nicht so, dass es mir nicht wichtig ist. Ich traue mich nicht. Und meistens, dadurch, dass ich mich nicht traue und wenn ich es mache, passiert irgendetwas, was nicht mal wirklich peinlich ist, aber was für mich peinlich ist, sodass ich es nie wieder vergesse und diese Begegnung eher in meinem Kopf als negativ abgespeichert wird. Ich bin trotzdem irgendwie froh, dass ich es gemacht habe. Es ist trotzdem irgendwie etwas, was mich nicht loslässt. Und deswegen will ich es, glaube ich, einfach gar nicht mehr machen. Ich meine, mein Handy, meine Hand mit meinem Handy in der Hand hat gezittert, als ich ein Bild von mir und Chrism gemacht habe. Und Chrism muss sich gedacht haben, was ist das für einer? Warum zitterst du, wenn du ein Bild mit mir machst? Dann habe ich auch noch einfach mit ihm Deutsch geredet, nur um Sekunden danach rauszufinden, dass er nicht gerne Deutsch redet. Das war, so, ich wünschte, das wäre nicht passiert so. Auch wenn ich glücklich bin, dass ich ein Bild mit ihm gemacht habe, aber es war mehr peinlich wegen mir, nicht wegen ihm, um Gottes Willen. Deswegen, glaube ich, werde ich einfach nur noch spannen, von Weitem so, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Soda Poppeln. Was kommt zuerst, Shiny Deoxys oder das Gen 5 Video? Weiß ich nicht. Hallo, Mr. Icy Vase. Du bist doch dieser coole, freshe Boy. Am Puls der Zeit. Das SM in Chrism steht für Shake My Head. Oh nein. Das ist dieser Instagram-Rapper. Rappt der Vase. Dieser coole Pokémon-Streamer. Nee. Levin, ich hoffe, es ist alles großartig bei dir. Weißt du was, letztens ist Raki hier gekommen, also es ist jetzt auch schon länger her, hat Raki so gemeint, ich habe übrigens meinen Führerschein jetzt gemacht, ich bin 18 und ich bin einfach zerbrochen, dass es Leute gibt, die mich über ihre Teenagerjahre geguckt haben und jetzt einfach erwachsene, gestandene Männer sind, die die Straßen unsicher machen mit einem Führerschein. Und du halt auch, glaube ich wahrscheinlich, weil ihr wart immer so gleich, gleiche Person. Raki hatte ich letztens besucht. Ist mit dem Fünfer vorgefahren. Money Boy gehört. Und dann Honk Honk. Levin, komm, lass mal ein bisschen cornern. Redet man heute noch so? Schon oder? Klang ich gerade cool. Zum Konzert gefahren. Money Boy, ich wusste es. Cornern war... Ich habe das Gefühl, alle haben Cornern gesagt, als ich so zwischen 25 und 30 war. Cornern war einfach, dass du halt dich triffst auf der Straße und einfach abhängst. Also du stehst an einer Straßenecke. Cornern. Was ja ab einer gewissen Anzahl an Leuten in Deutschland illegal ist, wenn ihr das genauer nehmen wollt, ne? Da ist das eine Zusammenkunft, eine illegale Zusammenkunft von verschiedenen, keine Ahnung, wie war das? Conan O'Brien. Hello, fellow kids. Genau. Boost Jamie so mit seinem Skateboard. Hey, fellow kids.
Oder was hat der da gesagt? Ist bei dir auch alles gut? Passt. Hallo Katiba. Moment, wo sind wir? Noch, 4 und 4, 6 und alles. 46. Noch 8 Mal. Nee, das wäre 32. Noch 6 Mal? Nee. Noch 8 Mal. 8 mal 8 ist 64. So, das kleine aber 1. Aus 11 mal 11, 121. Aus 15 mal 15, 225. Aus 18 mal 18. ...720. Nee. An Feiertagen bin ich gearbeitet. Ist das ein Feiertag? Warum habt ihr immer Feiertage? Ja, seid alle verwöhnt. Streamer solltet ihr mal werden, da wisst ihr, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Mit euren... ...Jobs. Kann ja nicht so schwer sein, wenn ihr alle währenddessen Streams gucken könnt. Weil wir es verdient haben. Du hast jeden Feiertag Ruhe. Du hast jeden Tag Feiertag Ruhe. Oh, warte mal, hast du die? Die waren auf Summer Breeze letztes Jahr. Hast du die gesehen, Marco? Das waren die mit dem... wie heißen sie? Arcspire. Das waren die, die auf einmal ein... Wie heißt das Spiel, wo du diese riesige Matte hast mit den verschiedenen Punkten und dann wird gedreht und du musst die Hand auf Rot? Twister. Die haben dann Twister ausgepackt und haben dann das Twister einfach in die Menge geschmissen und haben die Leute so in der Mitte vom Circle Twister gespielt. Die haben die ganze Zeit dumme Witze gemacht. Die waren echt dumm, die Witze. Sehr pubertär und vulgär. Das ist dann fast der letzte Feiertag bis Weihnachten. So ein Quatsch. Vielleicht in der Schweiz. Pfingsten ist der letzte Feiertag vor Weihnachten. Aber es stimmt, es war immer, am Anfang des Jahres kamen immer die sacken vielen Feiertage und dann ist halt so eine krasse Dürre von 2 Monaten oder sowas. Kann mich jetzt nicht dran erinnern. Du, wie du hörst, die sind auch ein bisschen sehr, also ich hab die auch nicht, die Show war lustig, aber die Musik ist viel zu mathematisch. Ja, deshalb ist nächste Woche ja Frohen Leichnam. Sind wir da eigentlich alle froh, dass der Leichnam da ist? Hört also bei 5. Fuck, warum geht das so schnell? Wie kannst du nur so eine Geduld haben, Leo? Es ist so schnell, dass man da drüber kommt. Meint, nein, ich wollte, nein, du lügst doch. Hä? Du irritierst mich. Ich wollte nicht bei 5500 aufhören, ich wollte bei 5550 aufhören. Immer besser. Dann auch noch falsch besser wissen. 5555555. Wir haben nur noch den 1. August. Aber in der Schweiz sind doch eh alle reich und müssen nicht arbeiten. Die essen den ganzen Tag Schoki und Käse. 555 Nase. Ich muss mal meine PSP wieder anmachen. Da ist es mein Intro-Sound. Wenn die angeht. 555 Nase. Hallo Lizzie Summer. Der schlimme Finger, der gesagt hat, dass es bei 5100 kommt, ist auch noch auf freiem Fuß. Nee. Achso, der ist wieder auf freiem Fuß. Er hat seine Zeit abgesessen. Beide. Bei meiner PSP ist irgendwann der Akku explodiert. Die waren aber zum Glück rausnehmbar, die Akkus. Aber PlayStation hat schon gute Handhelds gemacht. Aber es hat sich halt einfach nicht etabliert. Die hatten keine Chance gegen Nintendo.
Was ist das hier für Krachbohrmusik? Meine Güte. Wer hört denn sowas? So brutal. Meine Güte. Dieses Geschreie, die haben doch alle... Haben die alle psychische Probleme? Wir müssen gute Musik hören. Wie heißt die nochmal mit ihrem knackigen Popo? Ihr wisst, was ich meine. Ich muss nicht mehr sagen, ihr wisst, was ich meine. Wie heißt die? Die hat so einen vollen Namen. Mauri? Nein. In jedem Film gibt es ein Bankkonto in der Schweiz. Nicht nur im Film. Was warst du bei 5550? Ach stimmt, es geht nicht. 5552. Hallo Igor. Shirin David? Katja Krasewitsch? Nee. Wie redest du über meine Mutter? Nein. Die ist jetzt keiner da, der sich dran erinnert? Die eine. Minaj? Was? Nicki Minaj? Nein. Nein, die so gerappt hat, so schrecklich, mit ihrem OnlyFans. Ich hab einen OnlyFans. Ich hab einen Busen und wir wollen alle schmusen. Sowas. Wie hieß die nochmal? Laura Müller. Danke. Warum weißt du es jetzt? Superstar. So, das meinte ich. Endlich gute Musik. Die kann reimen, hörst du nicht? Haus, Maus, Klaus. Penis. Und auf YouTube, wenn jemand den Wort anschaut, keiner hört's gerade und denkt sich nur, warum sagt er auf einmal Penis? Leute, sind wir drüber. Warum nennt die sich Laura Müller? Was ist das für ein Künstlername? Es ist halt kein Künstlername. Der Name, den sie bekommen hat von Gott. Und jetzt macht sie sowas. Das ist die Single-Version. Die Extended-Version, da zählt sie jeden Buchstaben von ihrer OnlyFans-HTML auf. HTML://www.only. Ja, ist wirklich so, nur weil sie den Wendler geheiratet hat? Ja, aber dann gebe ich mir doch einen Künstlernamen. Aber gut, so findet jeder ist halt Laura Müller, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Selbst Michael Wendler ist in Wirklichkeit immer noch wie seine Ex-Frau, deren Namen er damals angenommen hat. HTTPS, ich habe das... Habe ich HTML gesagt? Ups. Sie ist halt so bekannt geworden. Ja, klar. Was stört so? Du kannst doch nicht als Künstler Laura Müller heißen. Oh ja, was ist das jetzt? Auf was schließt jetzt Spotify, wenn wir das gehört haben? Louvre.
ist ja schlimm. Die Tanja Müller, wie heißt sie? Laura Müller. Laura Müller hatte wenigstens die Rhymes parat. Okay. 15570. Ist doch schön. So eine gute Zahl. Heidi Klum heißt eigentlich Heidi Kaulitz? Nee, tut sie nicht, oder? Du musst nicht den Mann... Warte mal, doch, die Frau muss den Namen vom Mann annehmen, ne? Weil Deutschland dumm ist. Aber in Irland ist es, glaube ich, noch krasser. Muss die, aber die heißt wenigstens Klum Kaulitz. Nee, muss man nicht, aber hat sie trotzdem. Ich dachte, wenn du kannst nur deinen Namen behalten und dadurch heißt du dann doppelt. Musst du nicht, die wollte? Wieso wollte sie den Nachnamen von einem 18-Jährigen? Oder wie alt er ist? Warum heißt sie, was? Du musst doch Klum weiterhin heißen. Ich meine, sie heißt ja auch überall Klum. Aber auf dem Pass heißt sie echt nicht mehr Klum. Krass. Der war damals 18. Damals, als er mit Heidi Klum zusammenkam. Weil sie im Gespräch bleiben will. Nee. Keine Ahnung. Das ist die Liebe. Für die Liebe. Alles Nachmacher von Michaela Schaffrath. Ja. Moment, die hieß aber Gina Wild. Das stimmt auch gar nicht. Die hatte doch einen Künstlernamen. Jetzt ist es andersrum. Jetzt geben sie sich Künstlernamen, wenn sie was Ernstes machen. Auch für OnlyFans muss der Klarname herhalten. Gina Wild, Laura Müller, alles dasselbe. Wie geht's wohl, Gina Wild? Okay, ich höre schon auf. Okay, wir gehen auf 600. Noch zwei. Nur noch zwei. Dann muss ich kochen. Ist eh schon wieder halb sieben. Halb acht. Trinken. So, ohne Etikett sieht die ganz edel aus, die Flasche, oder? Wobei. Bisschen deformiert. Hat was. Gut. Okay. Letzten vier. Echt? Die Kaulitz-Brüder machen Werbung für McDonald's? Hey Tom, hey Bill. Wir müssen nur durch den Monsun. Und dann können wir... Okay, keine Ahnung. Das ist bestimmt kreativer als das. Deformiertes Bier. And 55600. Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Meine lieben Damen und Herren, und wer noch so alles zuschaut. Ich bedanke mich. Die haben nicht einen eigenen Burger. Niemals. Kaulitz-Burger? Nein. Es gab doch aber damals dieses My-Burger. Dieses Name-Your-Burger. Das war auch immer ein Riesenprojekt bei uns in der Agentur. Habe ich nie selber mitgemacht. Bis ans Ende der Fritteuse. Ich muss ans Ende... Ans Ende der Zeit. Der Mac Bill. Die Welt ist ein seltsamer Ort. Aber in diesem Kanto oder wo auch immer dieses Deoxys eigentlich ist.
Eilande. Eilande 8. Entstehungsinsel, wo auch immer die ist. Da ist die Welt gerade auch schief. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns übermorgen wieder. Die Streams werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen spontaner vielleicht, weil ich das Gen 5 Video fertig machen möchte. Prioritäten. Aber ich versuche es normal zu halten, wie immer. Und ansonsten, tschüss. Hört alle schön Laura Müller. Die hat es verdient. Die verdient nicht genug Geld. Die braucht die Streams auf Spotify und auf YouTube. Und vergesst nicht, knackiger Popo reimt sich auf jung. Was war das? Irgendwie sowas. Tschüss. Bye.